Aber wenn du halt einen Fehler gleich am Anfang des Weges machst, dann weißt du, dass der Weg falsch ist. Also musst du nicht bis zum Ende gehen und kannst den nächsten probieren. Das Wertvollste, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist, dass das Leben einmalig ist, wir nach 80 Jahren alle weg sind und dass man das positiv nutzen sollte in seinem Leben. Dass man seine Zeit wahrnimmt, sein sich wahrnimmt, sein Ego auch schützt und seine Zeit sinnvoll halt nutzt. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Nicht andauernd irgendwas hinterherlaufen, was nicht zu dir kommen will. Ich weiß noch, einer meiner Geburtstage, die ich mal feiern wollte, war ich so 10 oder so. Habe ich so, keine Ahnung, end viele geile selbstgemachte Einladungen geschrieben. Wirklich richtig Mühe gemacht, alles mit meiner Mutter vorbereitet. Und dann ist gar keiner gekommen. In der neuen Schule, das war dann die Schule, wo ich dann auch zum Glück endlich mal bis zur 4. Klasse geblieben bin. Aber ist keiner gekommen. Und dann stand ich zu Hause und habe mich gefragt, warum kommt eigentlich keiner aus dieser Klasse? Ein Jahr zu leben, was würde ich tun? Natürlich alle meine idealistischen Arbeitswege abbrechen. Ich glaube, ich habe 1-2 Taler gespart durch Pfandflaschen sammeln in meinem Leben und Zeit in der Quality verbringen. Da ich keine Frau und keine eigenen Kinder habe, würde ich natürlich die Zeit mit meinen Neffen und Neffinnen verbringen, mit meinen Geschwistern und meiner Mutter. Ne? Herzlich willkommen zum Dialoge ohne Masken Podcast. Mein Name ist Sharon Paschke. Heute darf ich Sandy Fese begrüßen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Du bist in Brilon im Hochsauerlandkreis aufgewachsen. Schon als Jugendlicher interessiertest du dich für Filme und vor allem für das Theater. Dein Herz schlägt auch für den Fußball und da besonders für Borussia Dortmund. Du bist gelernter Restaurantfachmann und wolltest ursprünglich Hoteldirektor werden. 2012 nahmst du dein erstes Engagement als TV-Darsteller an und spieltest in der RTL 2 Fernsehserie X-Diaries mit. Ab 2014 spielst du die Rolle des Leon Hoffmann in der RTL 2 Serie Berlin Tag und Nacht. Bis 2019 hast du in über 1600 Folgen für Berlin Tag und Nacht vor der Kamera gestanden. Deine Figur arbeitete in der Gastronomie. Im Oktober 2017 hast du dein eigenes Startup-Unternehmen YouRise, welches sich mit Social Media Marketing beschäftigt, mit Sitz in Berlin gegründet. Vom März 2021 bis Juni 2021 spielst du den Sport-, Kunst- und Biolehrer Nico Hansen in der RTL 2 Serie Krass Schule. Es gibt noch so viel mehr von dir zu erfahren. Deswegen, lieber Sandy, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Ja, danke, danke, dass ich jetzt hier sein darf. Heute auch mal persönlich bei dir direkt im Haus. Ja, wollte ich gerade sagen, dass wir ja schon mal eine Zoom-Aufnahme hatten. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Leider war nur die Qualität nicht so gut, ne? Ja, ich glaube, das lag an den Schweizer Bergen. Also die Alpen standen zwischen uns und da war halt der Empfang irgendwie miserabel. Aber deswegen habe ich mich entschlossen, ganz spontan, vielen Dank gestern für den Anruf, einfach mal hier dran vorbeizufahren, also an Remscheid. Und bin froh, hier zu sein und es freut mich sehr, dich auch persönlich kennenzulernen. Ja, ich glaube, wir beide glauben ja, dass es keine Zufälle gibt. Und dass das irgendwie vielleicht auch bestimmt war, dass die Qualität nicht gut war, dass wir nochmal sagen, komm, lass uns das nochmal aufnehmen, lass uns nochmal treffen. Und wir haben uns gerade ein leckeres Sushi munden lassen, einen leckeren Kaffee. War sehr gut. Ja, du dir noch ein Lungenbrötchen vorher? Bitte? Du hast dir noch ein Lungenbrötchen gegönnt. Ja. 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 Ein Lungenbrötchen. Lungenbrötchen, ja. Ich dachte mir, ich verpacke das mal ein bisschen anders, ne? Ein bisschen netter, angenehmer. Ja, und durch den ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, habe ich ja gesehen, was du eigentlich für eine Bandbreite bietest, auch in dem Segment, mit dem ich mich ja beschäftige, mit Coaching, Mentoring, Mentaltraining. Und deswegen starte ich mal direkt hier in den Podcast rein. Und zwar, mein lieber Sandy, wofür bist du dankbar oder am dankbarsten im Leben? Und vor allem, wie besinnst du dich auch wieder auf Dankbarkeit, wenn du vielleicht gerade ja, in einem Abfuck-Modus unterwegs bist oder so? Ja, also ich bin auf jeden Fall dankbar, in meinem Leben gesund zu sein, in einer guten körperlichen Verfassung. Also ehrlich gesagt, T1-Gemuster bei der Bundeswehr zum Glück. Und kann dafür auf jeden Fall super dankbar sein, dass ich diese Welt belaufen darf in einem guten Zustand. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, da werde ich halt immer wieder in mich kehren. Das heißt, ich habe so ein Ritual für mich. Ich probiere das jeden Morgen umzusetzen, schaffe das leider Gottes nicht jeden Morgen, mir die Meditation vorzunehmen. Aber ich finde, wenn man in sich geht, in seinen Geist und probiert da was zu hinterfragen, was eigentlich passiert ist und warum die Situation gerade so eskaliert, wie sie halt gerade eskaliert, weil man halt gerade denkt, das habe ich falsch gemacht, bin ich der Fehler am Platze, bin ich schuld, ist der andere schuld. Da ist es einfach wichtig, sich selbst zu fragen und sich selbst wiederzufinden. Mit einer klaren Atmung kriegt man eigentlich immer schnell wieder einen neuen Fokus und weiß, dass jeder Fehler eigentlich nur eine schnellere Lösung ist für mich. Und ja, wenn ich dann mich mit mir befasst habe, komme ich eigentlich immer klar raus,
Was mir am ersten Mal in meinem Leben das so gezeigt hat, muss ich ehrlich sagen, da war ich 15, da war ich tauchen in Ägypten und dann hatte ich halt so ganz viel Sauerstoffzufluss durch die Flasche halt, ne? Und dann kam ich an Bord und zurück und ich war so fokussiert wie in meinem Leben noch nie zuvor. Ich hatte so einen klaren Gedanken, dass kurz was gegessen, dann gleich eingepennt, wie jeder andere, der getaucht war. Irgendwie ist das so am Boot oder vielleicht war es nur da, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das für mich so der Punkt, wo ich dachte, wenn ich jetzt mal mich von außen nichts mehr beeinflussen lasse und nur noch mit den Augen arbeite, was ich sehe oder mit meinem Geist und meinen Gedanken, man hatte ganz viele wirsche Gedanken im Kopf unter Wasser, weil man ja von draußen keinen Druck mehr bekommt, also jetzt von anderen, hatte ich einen klaren Fokus und das hat mir voll gefallen und das habe ich dann noch jahrelang weitergeführt. Wenn ich irgendwo am Meer bin, schwimme ich meistens raus, strecke alle vier, also meine zwei Arme, meine zwei Beine vor mir weg und lege mich einfach auf den Rücken und lasse einfach mal das Meer durch meine Ohren ziehen. Und danach komme ich eigentlich immer wieder ans Land und fühle mich eigentlich wie frisch gebacken. Ne? Du hast gerade gesagt, Fehler sind für mich schnellere Lösungen oder wie war der Satz nochmal? Ja, also jeder Fehler ist ein schnelles Ergebnis. Ja. Und ja, man lernt ja, also man probiert ja immer irgendwie eine Lösung zu finden, probiert zig Wege, bis man dann mal irgendwann die Idee hat, die es dann auch wirklich ist. Aber wenn du halt einen Fehler gleich am Anfang des Weges machst, dann weißt du, dass der Weg falsch ist. Also musst du nicht bis zum Ende gehen und kannst den nächsten probieren. Mhm. So ist jeder Fehler einfach direkt auch ein Ergebnis. Ne? Und man weiß, dass das nicht der richtige Weg war. Und das muss man halt verstehen, ne? Nicht weiterlaufen. Deswegen ist es immer mal wichtig, stehen zu bleiben, links und rechts zu gucken. Also, und dann hat man eigentlich daraus auch immer eine Lösung gefunden aus dem Fehler. Wie sieht denn so eine Art Routine bei dir aus, wenn du sagst, so, ja, fast jeden Morgen gelingt mir jetzt nicht immer. Wie sieht das konkret bei dir aus? Ja, wenn ich morgens aufstehe, dann erstmal probiere ich mein Telefon erstmal nicht mehr anzufassen. Das passiert auch nicht immer. So manchmal, wenn es einfach schon zu oft geblinkt hat in der Nacht oder irgendwas so wichtig ist, dann schaue ich schon mal drauf. Aber ich probiere es zur Seite zu legen, mache meinen Kaffee, setze mich zur Ruhe hin an so eine bestimmte Ecke. Und dann atme ich erstmal für mich und lasse meine Gedanken kreisen. Ne? Augen zu. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund und dann gucken, was kommt. Ne? Und dann sortiere ich mich, dann schreibe ich meine To-Do-Liste für den Tag. Wenn ich das habe, dann fange ich an, meistens auch schon Leute anzurufen. Ne? Hast du gewisse Sachen der Meditation gelernt oder dich damit beschäftigt, erlesen? Oder wie sieht es bei dir aus? Also, oh Gott. Ich habe früher stark gestottert als Kind und konnte einfach nicht mich ausdrücken, was ich wollte. Und musste halt irgendwie dafür mal einen Ausweg finden, weil kein Bock mehr dauernd gemobbt zu werden in der Schule. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich auf meine Atmung gehe, habe ich dadurch ein größeres Lungenvolumen natürlich auch und dadurch auch mehr Power, was zu sagen. Und habe dann mich einfach mit diversen Büchern beschäftigt, unter anderem halt auch Bücher wie Dr. Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins, The Master Key, so der Ursprung eigentlich vom Secret. The Secret ist eher die Kurzzusammenfassung. Und da muss man halt so meditieren oder auch seinen Geist auch mal beobachten, zuhören, was da eigentlich kommt oder ihn auch programmieren und suggerieren, was man eigentlich will. Und das habe ich dadurch mitgenommen und für mich dann halt meinen Weg gefunden in die Meditation. Was dann auf jeden Fall ganz groß Hilfe war für mich selber, war der Start bei Berlin Tag und Nacht. Da mussten wir dann, keine Ahnung, ja, war das schon so ein-, zweimal im Monat zu unserem Schauspielcoach, der uns dann mal gefragt hat, wie es uns geht, was sollen wir machen, wo können wir dran arbeiten, hast du mal Bock auf eine Traumreise, vielleicht auch mit Charaktere dich in einen Raum gepackt hat, wo du gerade ein bisschen Dissonanzen aufgebaut hattest, wo es nicht so harmoniert hatte. Und dann schickt er dich zusammen mit ihm auf eine Traumreise, natürlich auch in einer bequemen Lage. Und dann hat man zusammen Fantasie spielen lassen. Das hat irgendwie dann doch wieder Verbindungsstücke aufgebaut, weil man irgendwie die gleiche Fantasie hat oder ähnliche Gedanken dazu, zu der Thematik, wie sind wir ins alte Rom oder mit Drachen und sowas. Und da habe ich mit ganz vielen Arbeitskollegen von Tag und Nacht halt viele coole Traumreisen erlebt. Und da habe ich halt auch ganz viel verarbeitet, was ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gedacht hätte, was ich gar nicht mehr verarbeiten müsste, aber dann doch immer wieder tiefere Wellen geschlagen hat aus meiner Jugend. Und das hat mir auf jeden Fall ganz klar gezeigt, dass das der Weg ist, den man gehen sollte, weil wenn ein Werkzeug nicht sauber und gespitzt ist, wie willst du dann vernünftig arbeiten? Und deswegen sollte man erstmal sich sortieren und in Einklang bringen. Und dann kann man auch anderen Leuten helfen oder auch seinen Weg richtig beschreiten. Man sollte erstmal sich lieben und sich sortieren, bevor man probiert, anderen Leuten irgendwas beizubringen. Das war so der Ursprung aller Dinge, so, keine Ahnung. Wenn du so in unsere gesellschaftliche Umgebung schaust, wie nimmst du das wahr? Boah. Unsere gesellschaftliche Umgebung, also keine Ahnung, ich finde es im Moment ein bisschen traurig. Also ja, die sind
viele Narzissten heutzutage unterwegs. Jeder will irgendwie sein eigenes Gut nur beschützen oder aufbauen. Jeder will irgendwie krass sein. Aber dass man vielleicht mal links und rechts meine Hand greifen sollte oder auch meine Hand reichen sollte, macht kaum einer noch. Hm. Ja, ich finde unsere Gesellschaft im Moment auf jeden Fall an teilweise respektlos. Und teilweise, glaube ich, ist der Sprung in diese Sicht, dass wir die ganze Welt in einem Telefon sehen können innerhalb von Sekunden. Ich glaube, das hat so ein bisschen versaut im Moment, auch wenn ich mit meinem Telefon viel arbeite. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin gegen das Internet, gegen Social Media oder gegen Handys allgemein. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das Ding mal wegzulegen und in der analogen Welt wieder anzukommen und probieren, den normalen Weg wieder zu gehen, ohne dieses neue Gehirn, was man bekommen hat. Ne? So, keine Ahnung. Ich glaube, da ist irgendwo unsere Gesellschaft ein bisschen trockener geworden. Ja. Also eher dieses, was du gerade beschrieben hast, sich erstmal selbst lieben, sich um sich selbst kümmern, an sich arbeiten. Das ist ja eigentlich dann ja auch noch in Kinderschuhen hier um uns herum, oder? Ja, also für mich war das am Anfang auch nicht so ganz klar. Ich war irgendwann auf Gran Canaria, da war ich dann mal in so einer Warteschlange für so einen Club, der hieß Pascha. Wollte ich rein und war so eine Engländerin. Ich habe mich kurz mit ihr unterhalten und in diesem Gespräch, total wirrwarr, hat sie mich irgendwann gefragt, wer denn die wichtigste Person in meinem Leben ist. Und ich sage so ganz trocken und 100% sicher, ist ja meine Mama, ne? Hat sie mich ausgelacht. Also wirklich, sie hat lautstark angefangen zu lachen und meinte, so ein Schwachsinn. Ich so, wie Schwachsinn? Ich war jetzt so ein bisschen sauer, denke mir, was lacht die mich jetzt hier aus vor allen Leuten? Irgendwie ist das total nicht cool, was sie gerade hier tut. Und im Prinzip hat sie mir dann erklärt, wo ich dann auch lange drüber nachgedacht habe, wo sie auch vollkommen recht hatte im Nachhinein, dass wenn es mir nicht gut geht, kann ich keiner anderen Person helfen. Das heißt, die erste Person ist sein eigenes Ego. Man sollte aber nicht zum Narzissten werden, nur an sein eigenes Ego denken. Man sollte sein Ego pflegen und hegen und daraus probieren, anderen Leuten zu helfen. Also das ist schon wichtig, sich zu lieben und sich anzuerkennen und auch sich so nicht immer zu hinterfragen. So, und jeder von uns hat irgendwo einen Sinn für sich selber in dieser Welt. Und ich glaube auch viel an Energie. Und ich glaube, wenn man sich die ganze Zeit hinterfragt und sich so Gedanken macht, bin ich richtig, was mache ich falsch, dann strahlt man diese Energie auch irgendwann aus. Und diese Energie, die du ausstrahlst, kommt auch irgendwann zurück. Das heißt, andere Leute, die sich auch hinterfragen, Probleme erzeugen für sich oder Probleme haben oder Probleme sehen für sich, werden zu dir kommen und dann hast du diese Sicht verloren auf was Positives. Deswegen sollte man immer, klar, man sollte sich hinterfragen, man sollte alle Sachen hinterfragen, man sollte aber nicht zu kritisch zu sich selbst sein. Man sollte immer schauen, dass man probiert, alles positiv zu sehen. Wie gesagt, jeder Fehler ist eine Lösung. Wenn man nach vorne gehen will, sollte man Fehler machen. Man muss fallen, um den Schmerz zu fühlen. Weil du den Schmerz nicht fühlst, dann fürchtest du dich davor nicht. Und Furcht ist auch nichts Falsches. Furcht ist eher in meinen Augen was Respektvolles. Ich weiß, dass ich da aufpassen muss. Aber nicht aufpassen, dass ich es nicht normal mache, sondern aufpassen, dass ich nicht nochmal dahin falle. Aber trotzdem soll ich den Weg nochmal gehen. Ja, und das ist halt so die Sache, finde ich. Also im Endeffekt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn man selbst, also mit sich selbst nicht aufgeräumt hat, ziehst du mehr nicht aufgeräumte Menschen auch in dein Leben an? Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also so das Prinzip, das Gesetz der Anziehung, ne? Vollkommen. Es ist alles Energie. Also wenn du unsere Welt betrachtest, ich glaube, wir sind zwei Magnetpole, die uns ja von Norden und aus dem Süden halten. Wir Menschen lösen uns ja auch immer pro Sekunde weiter auf in mikroskopisch kleinen Bestandteilen, die wir ja nicht sehen. Aber wir verlieren schon ein bisschen Masse oder Zellen unseres Körpers. Wir generieren ja auch immer neue, keine Frage. Aber irgendwann ist das ja auch irgendwo eine Energie, die uns hält. So wie unsere Erde. Also wir laufen, also und die eine auf der anderen Seite und die laufen auf dem Kopf sozusagen, für uns jetzt, bildlich gesehen. Und ich glaube, dass alles im Universum mit Energie zusammenfließt, ne? Dass das alles irgendwo eine große Energie ist und dass unser Geist, den wir leider nicht anfassen können und auch diese Welt, die wir nur in unseren Träumen eigentlich wahrnehmen oder wenn wir tief in kreative Fantasieebenen von uns einstoßen oder durch Meditation, durch mentales Training halt auch mal in so eine Trance kommen und damit spielen können, so schöpfen wir neue Dinge in dieser bewussten Welt, wo wir jetzt leben. Und ich glaube einfach, dass wenn wir uns darauf mehr einlassen würden, was die Energie um uns herum ist, würden wir negative Sachen viel schneller abstoßen. Wir würden viel mehr positive Energie uns zuziehen. Man muss einfach daran glauben auch. Das ist ganz wichtig, wenn ich daran glaubt und zynisch darüber redet, kann ich auch verstehen. Es gibt Menschen, ich will ja keinem irgendwie meine Meinung hier aufdrücken. Ist ja nur meine eigene Ansichtsweise vom Leben. Aber ich finde persönlich, wenn man positiv denkt, kommt Positives zurück. Ja, ich hatte mal
bei einem Seminar erlebt, bei einem Referenten. Da hatte irgendeiner gesagt, oh, wird das jetzt hier so ESO-mäßig oder so, ja. Dann hat er gesagt, was verstehen Sie denn jetzt unter ESO? Und dann sagt er, ja, so esoterisch und jetzt irgendwelche Planeten und Mars und Jupiter oder was wollen Sie uns erzählen? Und dann guckt er ihn so an und ich fand so angenehm, wie er darauf reagiert hat. Dann meint er so, darf ich ein paar Fragen stellen? Und der Seminarteilnehmer so, ja klar. Was meinen Sie, wonach richten sich so die Gezeiten? Also Ebbe und Flut. Ja, Sonne, Mond. Also, okay. Dann sagt er, und wonach richten sich so die Tiere, wann sie sich paaren? Ja, nach Sommerzeit und Winter, also nach den Jahreszeiten. Ja, und wonach richten diese sich? Und dann kam auch raus, ne, Sonne und... Ja, und dann sagt er, okay, wir reden hier gerade auch über Planeten quasi. Und wenn alles um uns herum vom Planeten abhängig ist, dann sagen sie mir auf der anderen Seite, dass es in vielen Fällen dann nicht so ist, dass wir dann eine Ausnahme darstellen. Und dann hatte er noch so schön abgeschlossen, dann sagte er, übrigens, Pythagoras hatte einen esoterischen Kreis. Mit dem hat er sich getroffen, weil aus ihnen heraus die Mathematik kam. Die haben nicht wie der exoterische Kreis aus den Büchern herausgelernt, sondern sie haben von sich aus neu gedacht. Und das kennt man unter Esoterik. Und deswegen hat er das einfach so genannt und so unterteilt. Und damit hat er dann irgendwie abgeschlossen. Und dieser Seminarteilnehmer saß da so und hatte, du hast gemerkt, aber 1000 Fragezeichen um seinen Kopf herum. Und dachte so, ja krass, stimmt ja eigentlich. Ja, und warum sollten dann nicht doch wir auch irgendwie in Abhängigkeit stehen zu den Planeten, zu den Energien oder zu was auch immer. Aber dass irgendwas uns verbindet, was nicht sichtbar ist, ist ja auch wohl klar. Also alleine gestern, unser Telefonat. Also ich habe kurz den Impuls, du merkst, ey, krass, ich habe Zeit, ich bin morgen auf dem Weg an Remscheid vorbei. Was ist denn das bitte für ein Zufall? Ein super. Und ich habe auch noch einen Bürotag. Ja, und hatte den ganzen Tag die Möglichkeit und konnte sogar noch für uns Sushi holen. Also super. Also es gibt auch so eine Geschichte, die habe ich mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob die auf der Wahrheit basiert, aber ich fand die Idee dahinter auch super. Das klingt zwar jetzt ziemlich brutal, aber es gibt so einen Film, der heißt London, die Liebe meines Lebens, mit Jason Statham, da hat er so noch Haare. Und da geht es darum, dass sie von einem Experiment erzählen mit einem Hasen. Also einer, ne? Und die hat Kinder bekommen und es sind so 3 oder 4 Kinder waren das und die wurden von ihr weggenommen. Und dann sind die eine Meile weggefahren und haben das erste, und die haben die, und die Mutter haben sie an ein EKG-Gerät angeschlossen und haben sie einen ersten Hasenbaby erschossen. Und die Mutter flippte total aus, hat es nicht gesehen, flippte aber aus. Und immer, so weiter sie weggefahren sind, hat die Mutter immer noch weiter darauf reagiert, als ein Kind von ihr gestorben ist. So, dass sie es nicht gesehen hat, nicht gehört hat. Und trotzdem hatte sie immer wieder Herzflimmern und brach total in Stress aus, weil einer ihrer Kinder gestorben ist. Deswegen, es ist zwar eine Geschichte aus dem Film, ne, man soll nicht alles glauben, was kommt, aber ich persönlich glaube an sowas. Energie ist so. Ich persönlich rufe zum Beispiel Freunde an, unterbewusst, die an dem Tag Geburtstag haben, ohne dass ich eigentlich weiß, dass sie Geburtstag haben. Ich rufe sie an und sage, ey, was geht? Ey, cool, du hast mir zum Geburtstag gratuliert. Natürlich rufe ich deswegen an. Einfach so. Aus dem Unterbewusstsein, ich weiß nicht warum, ich denke mal, komm, ich rufe ihn heute mal an, einfach nur, weil ich denke, ist mal wieder Zeit, den anzurufen, lange nicht mehr gehört. Und dann treffe ich wirklich ganz oft bei Leuten einfach deren Geburtstage. Also ist verrückt und das ist wirklich keine Geschichte, das ist Wahrheit. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass wir alle Energie sind. Und ich finde den Gedanken auch für mich selber auch total befreiend, weil ich hatte als Kind ganz lange Angst vor dem Tod. Wann sterbe ich? Wie lange bin ich tot? Was ist die Ewigkeit? Was ist das Universum? Was kommt dahinter? Und uns sind ja 1000 Fragen. Da hatte ich auch ganz oft auch wirklich schlaflose Nächte, wo ich mir auch echt den Kopf zermalt habe, wo ich darauf nicht klarkam. Aber mit den Antworten, die ich über verschiedene Bücher gefunden habe und auch mit meiner Idee der Energie, habe ich für mich da Ruhe drin gefunden in dieser Thematik. Dass ich weiß, wenn dieses bewusste Dasein irgendwann endet für mich und ich irgendwann in so eine Holzkiste lande, weiß ich, dass meine Energie aus meinem Körper weiterleben wird. Wie und was da genau passiert, ist für uns alle eine Surprise-Box. Keiner weiß, was da los ist. Aber ich für mich selber empfinde ich dadurch eine gewisse Sicherheit, dass ich weiß, das wird was so sein. Ne? Und da hat mir ganz besonders Dr. Murphy die Macht des Unterbewusstseins für geholfen. Der beschreibt das sehr geil. Auch mit so einfachen Beispielen, wie wenn du jetzt probierst, in dieser Welt die Sonne zu berühren, keine Chance. Schließ doch mal die Augen, stell dir die Sonne vor, stell dir ein Raumschiff-Cockpit vor, siehst du die Knöpfe, du siehst die Explosion der Sonne, machst die Augen auf und dann warst du in 3 Sekunden an der Sonne. In deinem Geiste, in deiner eigenen Energie, die in dir fließt. Ne? Aber in dieser Welt, wo wir jetzt alles anfassen können und meinen, das ist die Realität, wovon wir reden, das ist das Dasein, ist das nicht möglich. Wir werden niemals bis zur Sonne kommen, bei dem jetzigen technischen Stand, den wir besitzen.
Und auch selbst wenn wir da hinfahren könnten, wären wir schon tot, wenn wir sie sehen würden, weil es viel zu heiß ist. Aber in deiner Gedankenwelt kannst du ganz nah rangehen. Und das ist einfach verrückt. Und du bist in Sekunden, wirklich. Kann jeder mal, auch wer diesen Podcast gerade hört, zu Hause mal machen. Schließt die Augen, stellt es euch vor. Ihr werdet die Sonne sehen mit den Gasblasen, die explodieren. Die wilden Flammen, die auf der Kugel zittern. In eurem Cockpit sind ein paar Kondensstreifen auch an der Wasserscheibe am Runterlaufen. Alles ist da. Ihr sitzt in einem geilen Raumschiff. In Sekunden. Ja, öffnet die Augen und ihr werdet wieder in eurem Zimmer sein. Wie ist das möglich? Alles, was hier besteht, dieses Mikrofon, dieses Glas, diese Flasche, dieser Tisch, waren ja eigentlich nicht in dieser Welt von der Natur erschaffen. Da hat sich irgendwann ein Mensch Gedanken drüber gemacht. Mit verschiedenen Erfahrungen anderer Menschen drüber gesprochen, wieder sich öffnen, mit anderen Menschen reden, super wichtig. Und hat dann diese Erfahrung summiert für sich und in seiner Gedankenwelt das erschaffen, hat es hingestellt, damit wir es nutzen können. Das sind ja Hilfestellungen, die wir hier bekommen, in dieser bewussten Welt. Passt eigentlich ganz gut zur Superkraft. Welche Superkraft würdest du dir denn aussuchen? Ja, da wir natürlich diesen Podcast schon mal hatten, ist das für mich auf jeden Fall immer noch ganz klar beamen. Da habe ich mir auch schon, ich hatte dieses Gespräch, kennst du das, wenn du abends mit so deinen Freunden zusammensitzt und man hat so verrückte Fragen, keine Ahnung. Da war vor kurzem eine ganz verrückte Frage, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber dann stellt man sich ja so eine Frage, was wäre, wenn du was hättest und sowas. Ne? Mhm. Und da ist für mich auf jeden Fall auch ganz klar festgelegt, beamen. Weil ich finde Wartezeit für mich immer ganz schlimm. Ich langweile mich sehr schnell bei Menschen, wenn ich mit denen rede. Ich weiß schon, bevor sie einen Satz beenden, was die sagen wollen. Das sagen mir auch viele Leute, hey, du hörst mir gar nicht zu. Ich sage, ich weiß, was du, um darauf du hinaus willst, du brauchst den Satz nicht vollenden. Ich weiß, ja, das wollte ich auch sagen, ja, aber lass mich doch ausreden. Ich sage, aber es ist ja meine Zeit, die du mir jetzt stiehlst. Das Warten finde ich ganz schlimm. Auch wenn das manchmal bei mir vielleicht auch leicht arrogant rüberkommt oder überheblich, weil man sollte nie sagen, dass man weiß, was ein anderer denkt, weil in Köpfe kann man nicht schauen. Aber man kann Schlüsse ziehen. Es ist ja nicht alles immer irgendwie auf einem emotionalen Ebene. Es ist ja auch viel sachlich, was die Leute sagen. Und für mich ist Warten schon immer ganz schlimm gewesen. Konnte ich noch nie. Bin ein sehr ungeduldiger Mensch und nach vorne gehend strebender Typ. Deswegen wäre Beam optimal. Ich könnte zack mich jetzt ans Meer beamen, ein bisschen brown werden, ne? Ein bisschen schwimmen, ein bisschen runterkommen und dann zack zu meinen Eltern zum Abendessen sein und dann wieder abends in Berlin mit Kumpels an der Bar sitzen. Und das bam, bam, bam. Das finde ich halt cool. Ne? Fliegen finde ich übrigens auch sehr geil. Das wäre meine zweite Kategorie, die ich gerne hätte, weil von oben vogelfrei, schwerelos gefühlt, ist geil. Auch geil. Vor allem, was für eine Zeitersparnis. Ne? Aber ich könnte mich beim Beamen auch einfach nach oben beamen und dann runterfallen lassen, kurz bevor ich unten bin, einfach wieder irgendwo Safety hinbeamen. Weißt du, ich meine, ich könnte das kombinieren. Ne? Deswegen finde ich Beamen ganz cool. Ja. Ja, du bist halt sehr ehrlich. Also ich meine, ich habe das ja gestern auch im Telefonat gemerkt. Du hast einfach gesagt, ey, ich habe gar nicht mehr daran gedacht oder an dich gedacht. Sorry, aber cool, dass du dich meldest. Passt gerade super. Und das finde ich so schön, weil wir hätten jetzt tausend andere Sachen sagen können. Ja, ich hätte ja, das eigentlich war es mein Hund und meine Mutter, die haben mich genervt und ich konnte nicht schneller. Ja, genau. Nee, aber ich finde, Ehrlichkeit ist auch, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Lügenzelt aufbaust, ne, musst du immer an diese Lügen denken. Und dann hast du ja eine dritte Person, eine vierte Person, eine fünfte Person. Der kannst ja wahrscheinlich nicht die Lüge erzählen, die der ersten Person erzählt ist. Also musst du eine neue Lüge erzählen. Dann hast du 20 Geschichten und dann kommt auf einmal das Chaos. Ist mir viel zu kompliziert. Deswegen, ich sag's straight raus, was ich denke. Habe ich mir auch in meinem Leben gelernt, nicht immer alles zu sagen, auch manche Sachen einfach zu schlucken und dann lieber zu schweigen und den Gedanken für mich zu behalten. Aber wenn man mich fragt, dann bin ich ehrlich. Das ist mir auch super wichtig. Hab dadurch auch viele Bekannte und Freunde verloren, was dann im Nachschluss auch für mich keine Freunde waren, wenn sie mit der Ehrlichkeit nicht klarkommen. Mhm. Aber die Leute, die immer noch bei mir close sind, das ist mein innerer Circle, ist jetzt nicht besonders riesig, die stehen da drauf. Mhm. Die mögen das. Ne? Und ich persönlich würde auch diese Art an Leben nicht mehr abgeben würden, ehrlich zu sein, weil dafür ist es viel zu kurz. Ja, definitiv. Also ich habe früher einmal ganz krass gelogen. Ich habe mich ein Jahr älter gemacht. Da war ich in der Pubertät so und wollte interessant sein für ein Mädel. Ich war ihr dann aber einfach zu klein von der Körpergröße. Es lag nicht am Alter, aber es haben ungefähr, weiß nicht, 15 Leute gedacht, ich wäre ein Jahr älter. Und dann hatte ich hinterher einen Spießrutenlauf, als dann rauskam, dass ich mich ein Jahr habe älter gemacht. Das war echt bitter. Und seitdem kann ich auch wirklich schlecht lügen. Also das ist bei mir...
überhaupt nicht schön gewesen. Also, das hört sich jetzt so natürlich witzig an, wenn ich das so erzähle. Damals war es für mich wirklich eine Hölle, die ich da erlebt habe, als das dann auch offenbart wurde. Weil meine Mutter hat mir dabei geholfen, hat kurz einen Prozess gemacht, hat die Mama meines besten Kumpels angerufen, hat gesagt: Du, pass auf, der Sean, der schleppt hier seit ein paar Jahren eine Lüge rum. Und es ist nie aufgefallen, weil ich zum Beispiel beim Fußball immer an diesem Stichtag geboren war, wo ich immer zu den Älteren auch hochgekommen bin. Und alle dachten: Naja, es passt ja vom Alter bei dem. Und irgendwann musste ich das halt auch noch so vertreten. Und dann kam irgendwann Alien ins Kino und ich durfte offiziell ja ins Kino gehen, aber ich war erst 15, ich war noch nicht 16. Und dann meinte die Mutter von dem Freund: Ja, du kannst ja gehen, ist doch super. Und vielleicht kannst du ja hier meinen Sohnemann mitnehmen. Du darfst den ja dann mitnehmen. Ich denke so: Oh mein Gott, ich sah auch noch so viel jünger aus als 16. Und damals, und dann habe ich halt gedacht: Oh nee, und das war so unangenehm, so eine Lüge aufrechtzuerhalten. Das war tatsächlich dann das, was du gerade geschildert hast, so, dass dann da die Art der Lüge mit dem Alter da bei dem, boah, ganz furchtbar. Und ich habe nur noch gedacht: Nee, und dann ein paar wussten mein richtiges Alter und dann kamen die dann aufeinander und habe nur gedacht: Oh bitte, lass es nicht jetzt rauskommen, das wäre so unangenehm, da wäre der ganze Abend gelaufen, für alle vielleicht auch. Ja, und am Ende war es halt wirklich so echt einfach nur noch unangenehm. Und seitdem habe ich lieber die Wahrheit oder ich halte einfach meinen Mund. Und deswegen finde ich das ganz toll, wenn ich Menschen begegne, die halt dann einfach ganz klar sind, dann weiß ich auch, woran ich bin. Und dann weiß ich auch, dass wenn du lobst, dass da auch was hintersteckt. Ne? Ja, ja. Ist auch eine Art Superkraft, ne, das überhaupt zu können, glaube ich. Ist auch manchmal nicht so cool. Ne? Wie gesagt, man kann damit auch ganz schnell Leute depressiv machen oder sauer auf sich. Dass Leute, also ich finde, man sollte immer eine gewisse Empathie damit mitspielen. Manchmal ist eine Notlüge auch eine gute Lüge. Mhm. Ne, man sollte nicht, das habe ich gelernt, ich war früher sehr radikal und dann habe ich angefangen, dann haben kleine Mädchen geweint. Und ich dachte mir so: Warum weint ihr jetzt? Fand ich dann auch nicht cool. Ne, ich bin ja schon empathievoll und denke mir so: Warum weint ihr jetzt? Das finde ich nicht gut. Ich bin schuld. Ach Gott, was habe ich getan? Aber irgendwie ist doch so. Aber vielleicht musst du das in diesem Moment einfach nicht sagen. Es ist auch wichtig, dass man das fühlt, was man sagt. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit einer Gruppe zusammen bist von Leuten und da ist eine Person, da ist irgendwas zwischen euch, was du dir die ganze Zeit sagen willst. Dann habe ich gelernt, die Person in einem Vier-Augen-Gespräch zu suchen. Sie nicht vor allen anderen bloßzustellen. Klar, man hat dann die Power der Gruppe, was soll sie jetzt machen? Sie ist irgendwie in der Enge gedrängt, aber das ist ja auch falsch. Das ist ja irgendwie auch Druck, Gruppenzwang auf sie. Du musst jetzt dich dazu äußern. Such die Person und rede mit ihr alleine, das ist viel stärker. Die Person wird dir das viel höher anrechnen, dass du, weil sie weiß in dem Moment, wenn du da sitzt in der Gruppe, dass das Thema gerade auch bei dir jetzt rauskommen könnte. Und du lässt es einfach. Und das wird sie dir anrechnen und wird sagen: Ey, ich finde das cool. Natürlich gibt es viele Menschen, die das ausnutzen. Aber das ist halt Lehrgeld, was man zahlt. Und da muss man sich von so welchen Leuten halt irgendwann trennen und dann einen Schlusspunkt so setzen und sagen: Hey, war cool, aber ehrlich gesagt bist du nicht der Mensch, mit dem ich mich ganz gerne so weiter treffen möchte oder mit dem ich meine Zeit vertreiben mag, weil du einfach nicht die gleichen Werte wie ich trägst. Ne? Und das ist ganz wichtig. Da sollte man für sich selber mal schauen, was für Werte habe ich? Was sind die Werte der Leute, die mich umgeben? Passen die eigentlich zu mir? Erzeuge ich da Synergien mit denen? Oder ist das irgendwie ein Wunschdenken von meiner Seite? Das hatte ich als Kind ganz oft, weil ich nicht so angenommen wurde, weil ich halt so hart gestottert habe, bin dazugezogen, hatte keinen Vater, keine Identifikation zu mir. Da habe ich übrigens auch viel gelogen früher über die Geschichte meines Vaters. Habe ich immer den Größer erzählt. Ich kannte ihn gar nicht, aber habe erzählt, er ist Andridge und der krasseste Typ, Motherfucker ever. Was natürlich gar nicht stimmte. Und das haben mir im Nachhinein auch viele. Aber ich habe das den Leuten, die ich damals das erzählt habe, irgendwann gesagt, dass ich mich da mal so mit euch reden muss. Habe mir die auch einzeln genommen. Also ich muss euch was erzählen. Ich habe damals von meinem Vater und sowas zu uns erzählt. Ich meinte so: Sandy, ich wusste von Anfang an, dass du scheiße laberst. Aber ich fand dich trotzdem korrekt, weil ich wusste, warum du scheiße laberst. Mhm. Ne, die haben das schon gewusst, weil ich einfach, glaube ich, in der Hinsicht, ja, ich habe das nicht hingekriegt, das glaubwürdig zu verkaufen, glaube ich. Aber ja, ich fühle dich. Deswegen ist für mich Wahrheit auch so wirklich wichtig. Ne, tut manchmal auch weh, aber befreit aber auch. Weil, also wie gesagt, dieses Netz an Lügen, was man aufbaut, muss ja aufrechthalten. Das dauert. Hast du aber einmal den Mist erzählt, der dir passiert ist, und wenn du halt irgendwas auch gemacht hast und du Ärger von deinen Eltern kriegst, dann kriegst du in diesem Moment Ärger. Aber danach ist die Sache gegessen. Und wenn jemand nachtragend ist, dann sowieso lass den liegen. Also ich meine, so Menschen, die nachtragend sind, die, ich finde, wenn man mal was ausgesprochen hat, es verstanden hat und dann verziehen hat, dann soll es auch weg sein. Und so Aussagen wie: Ja, ich kann verzeihen, aber nicht vergessen, ist nicht meine Art zu leben. Weißt, ich meine, das ist so ganz schlimm. Ne? Also ich finde, wenn man da nicht vergessen kann, ja, und das so behauptet, dann sollte man auch mit dieser Person trennen. Ja. Ne? Und nicht probieren: Ja, wir können es ja noch probieren, mal gucken, wenn du das und das machst. Das ist dann auch wieder ausnutzen der andere. Das passiert ganz oft bei Pärchen. Ich habe das nicht, ich habe ein paar Freunde, die mir das erzählen. Sagen: Ja, ich habe meiner Freundin mal
ja, wie soll ich sagen, ich habe sie angelogen, habe sie betrogen, habe ihr das erzählt. Entschuldigung. Und dann kam ihre Aussage halt, ja, ich kann verzeihen, aber nicht vergessen. Und er dann halt wirklich immer wieder probiert, sie zu überzeugen, dass sie doch zusammengehören. Dann war immer wieder close, dann wieder wegstoßen. Das ist ja auch eine toxische Beziehung dann untereinander. Ach, voll krass, oder? Und das sollte man weglassen, weil Gift ist in keinem Sinne gut für jemanden. Ne? Was ist denn für dich so mit das Wertvollste, das du lernen durftest? Jetzt hast du ja auch viel gelernt. Also ich meine, du hast jetzt gerade schon einen Einblick in deine Kindheit und Jugendzeit gegeben. Natürlich bist du auch eine Person des öffentlichen Lebens und kennst auch noch mal eine ganz andere Welt, also die sicherlich nicht davon geprägt ist, ehrlich zu sein, sondern eher mehr Schein zu sein, auch aus Schutz, also auch aus sinnvollem und verständlichem Schutz, denke ich. Wenn du jetzt einfach mal Revue passieren lässt, deine ganzen Erfahrungen, was wäre so mit das Wertvollste? Das Wertvollste, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist, dass das Leben einmalig ist, wir nach 80 Jahren alle weg sind und dass man das positiv nutzen sollte in seinem Leben. Dass man seine Zeit wahrnimmt, sich wahrnimmt, sein Ego auch schützt und seine Zeit sinnvoll halt nutzt. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Nicht andauernd irgendwas hinterherlaufen, was nicht zu dir kommen will. Es bringt nichts, irgendwas zu jagen, was du nicht töten kannst. Wie der Gedanke, wann bin ich irgendwann im Jenseits angekommen, was passiert danach? Das hat mich ja hier stundenlang wachgehalten, tagelang, wochenlang, jahrelang mich durcheinander gebracht. Aber als ich verstanden habe, alles, was ich nicht töten kann, jage nicht, ist es für mich der genialste Lernprozess gewesen, weil ich einfach ganz genau habe, ich kann manche Dinge in meinem Leben nicht bestimmen und dann mach dir dazu auch nicht dauernd Gedanken. Du hast es eh nicht in der Hand. Was willst du jetzt ändern daran? Ja? Du kannst deinen Weg neu beschreiten aufgrund dieser Erfahrung. Wie gesagt, jeder Fehler ist eine schnellere Lösung. Das heißt, du findest dann diesen Gedanken und weißt, okay, das war so und so, das hat mir das gebracht, ich mach's anders. Probier es auch anders zu machen. Lauf nicht wie eine Kuh, die 20 Mal hintereinander in den Zaun voller Strom läuft. Ne? Wir lernen ja daraus. Und ich möchte nicht sagen, dass Kühe doof sind. Aber die denken darüber nicht nach. Ne? Warum auch immer. Ich bin jetzt kein Biologe und ich möchte auch bloß jetzt keinen, der mir jetzt irgendwie deswegen Shitstorm hat. Was weiß eigentlich, wie schlaue Kühe sind. Ne? Die kauen viermal alles runter. Das ist dann super klein und fein und die haben vier Mägen und der Pansen ist der krasseste. Weiß ich alles nicht. Echt nicht. Ist nicht meine Materie. Aber ich weiß, dass Kühe immer wieder in diesen Zaun laufen. Und das mache ich nicht. Und das, glaube ich, ist das, was ich gelernt habe im Leben. Was man nicht jagen kann, was man nicht töten kann, das jage nicht. So. Dass man irgendwo festhalten darf. Das ist gut. Formst du jetzt eine Rose aus der Serviette? Ja, ich bin ja schon ein hyperaktiver Junge, glaube ich. Und wenn ich manchmal, ich bin ja eigentlich gelernter Restaurantfachmann. Du formst ja gerade so mal ganz nebenbei. Ja, ist so Beschäftigung nebenbei. Wie gesagt, ich langweile mich schnell, dann muss ich meinem Gehirn irgendwas anderes geben. Das heißt nicht, dass das Gespräch uninteressant ist. Aber wenn ich auch aufgeregt bin, wie gesagt, ich bin Stotterer eigentlich, dann ist das manchmal so für mich einfach eine Stütze, ne, mich mit anderen Kleinigkeiten nebenbei zu beschäftigen, die mein Gehirn so nebenbei auch kann, weil ich das schon so oft gemacht habe oder es verstanden habe, wie es funktioniert. Ist dann für dich das Stottern besser geworden dadurch, dass wenn du dich währenddessen noch mit was anderem beschäftigst? Ja, ich habe das zum ersten Mal auf der Schauspielbühne, auf der Theaterbühne, sagen wir es mal so, auf der Theaterbühne in der vierten Klasse erlebt, dass ich da hinkommen musste, ich war eine der Heiligen Drei Könige. Und konnte halt durch einen Text, auf den ich mich halt stark konzentrieren musste, und auf einmal konnte ich reden. Also ohne, also jetzt, ich konnte keinen stundenlangen Text vorlesen. Also, aber ich konnte diese Passagen, die ich da geschrieben bekommen habe für das Stück, konnte ich frei vortragen. Ohne dieses, ich will ganz so halt, ne? Oder früher war ein witziger Satz, ich hätte ganz gern eine Portion Pommes mit Mayo. Weißt du, ich meine, wollte eigentlich lieber Ketchup. Hat aber nicht funktioniert, weißt du, ich meine. Und dann stehst du da in der Pommesbude und alle gucken dich an und hat er nicht gerade gesagt, er will doch Mayo, okay, kriegt er Mayo, der Kollege, gar kein Problem. Weißt du, ich meine, so, dann hat mir das schon gezeigt, wenn ich mich mit diversen anderen Sachen beschäftige, kann ich diesen Druck von meinem Zwerchfell, der da aufgebaut worden ist, leichter, also wenn ich nicht dran denke, passiert das irgendwie auch nicht. Ich glaube, das war viel auch, was in meiner Kindheit passiert ist. Meine Mutter ist viel umgezogen. Ne, wir haben, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe allein in der Grundschule 5 verschiedene Grundschulen gesehen. Dass das irgendwo ohne Vater und sowas auch irgendwie, klar, meine Mutter ist eine tolle Frau, die hat alles gemeistert, Hut ab vor dieser Frau wirklich. Ne? Ich bin gesund, ich bin groß, ich bin stark, mir geht's sehr gut und ich bin sehr dankbar für meine Mom. Aber ich glaube, für mich als Junge, da ich ja auch so ein aufgeweckter Bursche bin, der auch immer viel Flausen im Kopf hat, Jesus Maria, ne? Ist leider so,
Ich finde es persönlich auch nicht so schlimm. Meine Mutter hat es genervt. Ich glaube, die hat mich auch mal gerne einfach in die Toilette getunkt. Aber meinte immer so, du wärst so süß gewesen, das ging nicht. Aber manchmal hatte ich diesen Gedanken, wo ich doch ganz gerne deinen süßen kleinen Kopf genommen hätte. Und dann habe ich sie angelächelt und sie gesagt, ach, guck mal, der hat nur einen Zahn, ist der süß. Ne, so, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass mir persönlich das hilft, mich mit diversen Sachen immer zu beschäftigen, um halt, ja, weiß nicht, um keine Langeweile aufzukommen, um dass ich halt dieses Stottern halt auch wirklich für mich so dadurch, weil jetzt bin ich gesprungen im Gedanken. Ich meine, dass ich das Stottern wirklich losgelassen habe, weil ich gelernt habe, viele Wörter auch zu lernen. Ne? Ich habe dann gemerkt, umso mehr ich sprechen kann, also umso länger ich den Satz machen kann, umso weniger ist die Chance, dass ich stolpere. Das heißt, beim Stotterer ist es ja so, du hast diesen Satz ja vor Augen eigentlich. Mhm. Ich will jetzt sagen, hey, wie geht es dir? Ich weiß, dass ich das sagen will, aber ich kriege dieses wie. Und dann habe ich halt gelernt, durch viele Bücher, die ich gelesen habe, als Jugendlicher schon, den Satz umzubauen, immediately. Das heißt, wie, alles gut bei dir. So habe ich einen anderen Satz gesetzt, habe das wie nicht gesagt, weil ich merke, alles gut bei dir, habe das wie dann gar nicht mehr ausgesprochen, habe einfach den Satz umgebaut. Das ging jetzt nicht so schnell. Am Anfang hatte ich nur ein Aber eingebaut als Jugendlicher. Dann war ich dann das Nur-Aber-Pokémon in der Schule. War am Anfang okay für mich, weil besser als gar nicht reden. Und dann irgendwie hat es mich auch voll genervt. Cindy, nur aber Pokémon, komm. Und dann irgendwie, weil ich halt in jedem Satz, wenn ich jetzt irgendwie wie was sagen würde, habe ich gesagt, wie, aber können wir doch nur dann zusammen, wie geht's dir? Oder so, keine Ahnung, so ein Wir war erzählt. Ich kam einfach immer nur ein Aber eingebaut. Das waren so meine Wörter, die alles retten konnten. Und das hat mir auch gar nicht gefallen irgendwann. So habe ich noch mehr gelesen, mich weiter in die Materie mit mir selber beschäftigt. Und da gemerkt, der endlose Satz ist meine Lösung. Erzähle einfach so lange, also baue es einfach um. Und das habe ich dann halt irgendwie so hingekriegt. Und deswegen beschäftige ich mich auch immer mit ganz vielen Sachen gleichzeitig, ne, und lerne gerne auch viele neue Dinge, damit ich mich nicht gelangweilt fühle oder wieder Gedanken verliere in Sachen, die ich nicht jagen kann, beziehungsweise nicht töten kann und deswegen nicht jagen sollte. So, ja. Was denkst du, ist so ein Sinn hinter dem Stottern für uns Menschen? Boah, da gibt es einen Sinn. Ja, da ist irgendwie auf jeden Fall ein harter Sadist, wenn es dahinter einen Sinn geben sollte, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, also ich glaube, das Stottern bei mir war eine Unsicherheit, die ich hatte. Ne? Keine Identifikation meiner eigenen Person. Keiner hat gedacht, wie ich in meiner Familie, keiner sah aus wie ich. Irgendwie war es schon komisch. Ich glaube, das ist einfach so eine Art von, ja, Angst, ne? Die in dir schwebt, dass man nicht weiß, was jetzt mit dir passiert. Das Schlimme ist ja, wenn du stotterst und das noch aktiv, dann, wenn du jetzt in der Gruppe bist und du willst was erzählen und dann hast du so zwei Leute, die wollen dir zuhören, das ist auch ganz wichtig, den Stotterer immer ausreden zu lassen, auch wenn das sich manchmal ziehen kann, sollte man den schon ausreden lassen, aber viele wollen dann ja immer direkt sagen, ja, ist schon okay, ich erzähle schon weiter oder quatsch nicht, ne? Und das ist halt immer wieder die Angst, dieses ständigen neuen Versagen. Das heißt, ich kann jetzt nicht reden, weil ich habe es ja schon ein paar Mal bewiesen, hat nicht funktioniert, ich halte es lieber den Mund. Und sobald der Moment kommt, wo du wieder reden sollst, ist der Druck sehr stark. Und den Druck nimmt man sich halt durch andere Beschäftigung oder halt durch die Kunst, Wörter zu tauschen, wie ich das geschafft habe. Was natürlich auch geht, man kann ein Lego, wie heißt dieser atmungstechnische, medizinische Begriff? Lego, wie heißt das, wenn man zum Atemdoktor geht? Logopäde. Man kann sich auch dahin gehen, Zwerchfell trainieren und mit dem arbeiten. Der wird dir wahrscheinlich auch verschiedene Wege zeigen. Habe ich persönlich nicht erlebt, weil ich das nicht damals an mich ranlassen wollte als Kind. Und habe das mir halt Autodidakt selber abgewöhnt. Ne? Wie gesagt, durch die Methode, die ich gerade gesagt habe. Viele Wörter, längere Sätze. Interessant, dass wir dann doch selbst irgendwie Lösungen suchen, finden oder Wege finden, wie wir dann damit gut umgehen können. Ne? Ja, ich hatte halt nicht viel Ablenkung. Mir wollte ja keiner abhängen. Ich hatte mal so, ich weiß noch, einer meiner Geburtstage, die ich mal feiern wollte, war ich so 10 oder so. Habe ich so, keine Ahnung, end viele geile selbstgemachte Einladungen geschrieben. Wirklich richtig Mühe gemacht, alles mit meiner Mutter vorbereitet. Und dann ist gar keiner gekommen. In der neuen Schule, das war dann die Schule, wo ich dann auch zum Glück endlich mal bis zur 4. Klasse geblieben bin. Aber ist keiner gekommen. Und dann stand ich zu Hause und habe mich gefragt, warum kommt eigentlich keiner aus dieser Klasse? Ich war auf all deren, also nicht auf allen Part, mich eingeladen, viele nicht. Sagen wir es mal so, so war es auch. Ja. Aber auf meinen Geburtstag wollte keiner kommen. Und das war irgendwie schon nicht so nice. Ne? Da hat man halt gelernt, man muss mit sich selber arbeiten.
Und das habe ich dann auch getan. Ich hatte früher, meine Mutter hat früher Huskies großgezogen und auch gezüchtet. Und dann habe ich mich mit denen auseinandergesetzt und bin halt immer mit denen spazieren gegangen und habe mit den Hunden geredet. Ne? Und da habe ich halt viel über alles Mögliche nachgedacht. Keine Ahnung. Und dann habe ich mit mir selber halt gearbeitet. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wie gesagt, man muss sich selber lieben, man muss sich selber erkennen und eine Lösung finden für sich. Ne? Es gibt für alles eine Lösung. Und jeder Fehler ist eine schnellere Lösung, dass das nicht das Richtige war. Ne? Und das, ja. Den einfachen Weg können wir alle, aber der Weg ist das Ziel. Und man muss Fehler machen, um das Ergebnis auch zu wertigen. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt sofort alles bekommst, du bist auf einmal, stell dir mal vor, du bist ein Kind, du bist geboren und bist einfach Multimillionär. Du kannst alles machen, alles kaufen, alles erleben, bist aber nicht glücklich, weil du gar nicht weißt, wie das alles ist, weil du diesen Weg nicht gegangen bist, der Erfahrung, das dir zu erarbeiten, das zu erleben, vielleicht auch mal zu fallen, auch mal eine, vielleicht mal einen Monat im Minus zu sein auf dem Konto oder mal irgendwas nicht sofort zu bekommen. Ne? Das ist ja auch diese Erwartung, man freut sich. Und kennst du das, was du deiner Mutter gesagt hast, du willst unbedingt was zu Weihnachten haben und dann musstest du so 4 Monate warten, das gekribbelt hat in deinem Körper und du schon in jedem Schrank geguckt, das hat sich schon gekauft, ist es irgendwo versteckt. Weißt du, das ist ja dann auch, ne, das ist ja auch was Tolles. Ne, das sollte man nicht vergessen. Ich finde, das vergessen viele Leute, die wollen dann sofort alles, ich will da oben ankommen und keine Ahnung. Ich finde, der Weg ist das Ziel und man sollte sich Sachen erarbeiten. Ich glaube, ich laber schon wieder ohne Punkt und Komma hier. Ey, dafür so inhaltsstark. Ich frage mich gerade, also ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie ist das dann für dich gewesen, als dir so viele Menschen die Aufmerksamkeit geschenkt haben? Ja, total surreal, ne? Also, keine Ahnung, es ist ja so, als ich auf der Theaterbühne gewesen bin, als Kind schon war das cool, mich zu öffnen. Dann irgendwann habe ich dann ja meine Lehre gemacht zum Restaurantfachmann, nachdem ich den Weddings hatte. Und bin dann erst nach Köln und dann ins Ausland gegangen als Animation, als Teens-Animateur. Dann wurde ich Teamleiter und dann habe ich auch eigene Shows kreiert und war dann auch echt gut da drin. Habe dann auch weltweit Platz 5 geschafft als bester Teamleiter. Und das war eigentlich ganz geil. Und da auf der Bühne hat es ja schon zum ersten Mal so ein paar hundert Leute, die dir zugucken. Mhm. Das Feeling. Du siehst die, du merkst das, du merkst, die haben Bock auf dich. Das ist geil. Aber dann bist du an so einem Set, wo jetzt beim Fernsehen irgendwann die Karriere anfing, 2012 und dann keine Ahnung, du drehst was in einem Studio, du hast da keine Ahnung, vielleicht 30, 35 Leute, vor der Kamera vielleicht 6 oder 8, ne, wenn es hochkommt. Es gab auch größere Szenen, wo auch viele Leute dabei waren, aber so in der Regel, sag ich mal, im Schnitt. Ne? Mhm. Und auf einmal gehst du auf die Straße, wo du auch die ganze Woche ja hart arbeitest, du gehst ja nach Hause, bist tot, du fällst ins Bett, du fährst dann mal lieber zu Freunden, du gehst ja nicht sofort wieder vor die Tür. Und irgendwann nach Monaten ging ich raus und alle Leute quatschten mich zu random people, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Es war einfach surreal, dass man es gar nicht so realisiert hat, was wollen diese Leute von mir? Bin ich jetzt wirklich der Typ, der jetzt hier so, ne, der Coole ist? Und dann irgendwann war ich im Stadion, Dortmund gegen Hertha. Und dann hat dieser Stadionsprecher gesagt, 74.000 Menschen, ausverkauftes Haus, vielen Dank, dass ihr da seid. Geiles Spiel übrigens. Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat, aber ich glaube schon Dortmund. Ich denke schon, ja. Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall habe ich dann... Obwohl die Hertha geholfen haben, wenn es... Ja, 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 die alte Dame hat wahrscheinlich 3 Eigentore geschossen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall hat er ja 74.000 Menschen gesagt und ich guckte so auf mein Facebook, da war ich so bei 160.000, Instagram so bei 80, glaube ich noch. Und das sind ja schon, sagen wir mal, die 240.000. Das heißt, es ist 3-mal so viele Menschen, wie dort vor mir waren. Und ich guckte in dieses Stadion rein und sah ein volles Fußballstadion. Das Olympiastadion in Berlin ist ja schon nicht klein, ja? Und ich gucke diese Menschenmasse an und denke mir, ey, Alter, Sandy, 3-mal so viele Menschen, die gerade vor dir sitzen, haben gesagt, dass du cool bist. Also jetzt cool, habe ich das für mich damals so gedacht. Klar, man hat Gefällt mir-Button gedrückt bei Facebook, war damals noch Gefällt mir. Ja, haben mich halt abonniert, ne? Haben ja, Interesse, also, an der Person. Genau, aber die haben mir Gefällt mir gedrückt. Also irgendwie gefallen, du gefällst denen. Irgendwie war das für mich so die Assoziation auf cool. Und in der Schule hat sich keiner cool gefunden, außer vielleicht so 1, 2 Leute später dann so, ne? Aber irgendwie habe ich dann zum ersten Mal so realisiert, was sich eigentlich da für eine Power um mich herum gebildet hat von Leuten, die mich gar nicht kennen. So, die einfach sagen, das ist ein cooler Typ. Und ich denke mir so, wow. Es war einfach so ein Wow-Effekt. Ehrlich, ich habe das Spiel auch dann ganz anders erleben können. Ich habe dann so irgendwie nur noch in die Menschen geguckt, anstatt eigentlich auf das Spielfeld, wo ich schon sehr fußballaddicted bin. Aber irgendwie, als ich das so realisiert habe, ne? Zum Glück war es auch erst in der zweiten Halbzeit, als er gesagt hat, vielen Dank fürs volle Haus, sonst hätte ich das Spiel auch nicht mitgekriegt. Aber so wie gesagt, es ist
schon eine Power, ne? Und das ist verrückt. Vom Außenseiter in den absoluten Mittelpunkt. Ja, und ich war ja auch Stotterer und jetzt habe ich mein Geld verdiene ich mit Reden und Schauspielkunst. Ne? Auch wenn viele sagen, Berlin Tag und Nacht ist keine Kunst, wollen wir mal dahin so hinstellen. Aber ist jetzt auch kein Bildungsfernsehen. Aber es ist reine gute Unterhaltung, würde ich sagen. Sonst wird es ja auch nicht die Zahlen erzeugen, die es hat. Sagen das denn Leute, die das selber auch wenigstens gemacht haben? Nee, es sind Leute, die sagen mir dann auf der Straße, ah ja, Berlin Tag, so ein Scheiß. Aber damals das mit Joe, das war krass. Oder das mit Peggy, hast du das gesehen? Oder das mit Basti? Dann haben die Stories meistens mehr into als du selber. Aber erst kommt der Spruch, ah, Berlin Tag und Nacht, ehrlich, das gucke ich nicht. Aber das habe ich mal gesehen. Ja, ich selber gucke selber gar nicht so viel lineares Fernsehen. Ich kann das alles verstehen, wie gesagt. Ne? Und wie gesagt, ist jetzt auch kein Bildungsfernsehen. Ich kann das wirklich alles nachvollziehen. Ist eine reine Unterhaltungsserie. Und trifft halt, wie soll man sagen, wie sagte Cäsar, den Pöbel. Ne? Ohne das jetzt wieder böse zu machen. Ich komme auch selbst aus einer sehr armen Familie, also aus dem Arbeitervolk, würde ich mal so sagen. Und wer das Volk in der Hand hat, hat die Macht im Land. Ja, ist einfach die größere Anzahl. Und Berlin Tag und Nacht trifft einfach, glaube ich, mit dem, was sie dort aufbauen, einfach die einfache Klasse. Vom normalen Kfz-Mechaniker, Gogo-Tänzerin, Barkeeper, Friseurin, was auch alles da rumläuft. Und viele anderen Serien probieren ja immer diese größere Welt zu zeigen, diese akademische Kreis. Und es gibt halt viel weniger Akademiker und die sind natürlich auch gar nicht so auf dieses lineare Fernsehen, sagen die auf jeden Fall. Die lesen ja alle viel mehr Bücher, natürlich, sonst wären sie ja keine Akademiker. Ne? Und das ist dann halt so die Sache. Kann ich alles nachvollziehen, finde ich auch gut. Aber ich glaube, das hat einfach das Volk mehr berührt. Und deswegen hat es diesen Hype erzeugt. Ne? Mhm. Und ich bin total stolz drauf, dass ich da mitgemacht habe. Und kann da ganz ehrlich sagen, ja, ich war ein Teil von Berlin Tag und Nacht. Ich glaube, ich habe das auch mit gut nach vorne gebracht mit vielen coolen Spielpartnern, die ich hatte. War eine geile Reise. Bin aber auch froh, dass es vorbei ist für mich selber, weil irgendwann langweilt man sich ja doch. Deswegen hatte ich dann auch irgendwann meine Firma gegründet, während ich da ja noch gedreht habe, weil ich wollte mehr. Irgendwie haben wir das nicht, das war irgendwie noch nicht so. Ja, ich wollte nicht sagen, das ist der Zenit meiner Karriere, weißt du, irgendwie war das für mich noch so, na, da fehlt noch was, da muss noch mehr und dann habe ich mich auf weitere Dinge konzentriert und ich muss ja sagen, ich kann mich ja, was das angeht, gar nicht so beschweren. Ich habe ja ein, zwei weitere Engagements angenommen, die auch ganz gut liefen und was die Zukunft noch so bringen wird, das steht, wie gesagt, in den Sternen. Worauf hättest du richtig Bock? Puh, worauf ich richtig Bock hätte? Ja, das wäre auf jeden Fall schon auf irgend so eine geile Rolle, die so ein bisschen abgefuckter ist. Welche wären das? Welche Rolle wäre denn für dich abgefuckt? Ja, da ich ja schon so totaler Comic-Fan bin und Animes auf jeden Fall auch regelmäßig gucke, also jetzt nicht die Porn-Animes für alle, die keine Ahnung haben. Hentai schaue ich jetzt nicht. Ich schaue schon Animes, also One Piece. Ne, da bin ich eher so für so Ruffy the Monkey und Sanji. Habe ich dir das in dem ersten Podcast erzählt, dass mein Kumpel hier One Piece or Blue World so eine Firma hier unten hat im Bürogebäude? Ja, das erzählt. Der Verkauf, also er hat sich damit selbstständig gemacht. Er war so gefrustet von seinen Management-Jobs und Kosten. Und dann hat er gesagt, Sharon, ich werde mich selbstständig machen. Ich so, was machst du denn? Ja, ich werde hier Anime-Figuren verkaufen. Okay. Ich so, jetzt ernsthaft? Ich so, du kennst dich damit aus? Dann hat er gesagt, ja, ich habe dir das nie erzählt, aber ich kenne ihn seitdem wir 7 sind, kennen wir uns. Und er hat jeden Tag 2 Stunden One Piece geguckt. Und seine Firma heißt deswegen All Blue World. Ist geil. Und verkauft mordsmäßig. Also ja, ist die meistgeguckteste Anime-Serie seit aller Zeiten. Selbst, also ich habe früher schon Dragon Balls hart gesuchtet. Ja, wenn er noch unten wäre, dann würde ich mit dir nachher noch runtergehen, um dir das mal zu zeigen, was der da alles da stehen hat. Du würdest das alles gehen, diese Früchte und so, ne? Also, ja, die Teufelsfrüchte, ja, das ist geil. Ja, also ich stehe da schon, ich gucke jeden Sonntag um 8 Uhr morgens pünktlich, schaue ich mir den die neue Folge als Anime auf Japanisch an und ziehe mir auch den Manga, also lese mir durch und schaue mir auch dazu sogar noch Podcasts an zu der Serie. Nee. Das ist so mein Sonntagsritual. Doch, doch, ehrlich, war ich immer rein. So eine Stunde bis anderthalb. Da gibt es so einen geilen, der heißt der Theoretiker. Also Theo heißt der eigentlich, das ist der One-Piece-Theoretiker, der ist so cool. Also ich feiere den auch heftig, weil der hat da so richtig geilen Durchblick von allem und macht auch wirklich geile Podcasts. Also für alle, also so Streams halt auf YouTube kann ich allen nur empfehlen, die so auf Anime stehen. Und bei One-Piece noch nicht so drin sehen, schaut euch ein bisschen Theoretiker an. Und ihr werdet sehen, dass ihr über One-Piece-Tube ganz schnell auch die erste Folge euch nochmal reinziehen könnt. Und dann kommt ihr auch ganz schnell, so wie ich bin, bei 1036 gerade oder so. Ich glaube, 1036 bin ich gerade. Ja. Ist geil. Also ich gucke es auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Aber zur eigentlichen Frage zurück, was für eine Rolle ich gerne mal spielen würde. Wäre auf jeden Fall mal gerne so, also ich habe ja schon den Bösen gespielt bei Berlin Tag und Nacht. Man sagt, ich hätte so Charakterzüge, so das sympathische Macho-Arsch. Oder ne, haben die mir so hinterhergeworfen nachher.
Aber irgendwie fanden es alle cool. Also scheint schon Sympathie gestreut haben, auch wenn ich da manchmal schon auf den Kessel gehauen habe. Ich wäre gerne mal so ein richtig böser Gangster, ne? So in der Serie. Ich glaube, das könnte ich auch geil inszenieren. Oder halt so ein Freak, so wie der Joker, ne? Wo wir jetzt bei Helden sind, so Superhelden. So den Joker, so einen Verrückten, das wäre schon geil, glaube ich. Das hätte ich auch richtig Bock drauf. Das wäre so ein Ding, wo man es halt mal gehen lassen kann, weißt du, wo du jede Komfortzone abgibst, von wegen Eitelkeit, Schönheit, sondern einfach nur ein Scheißfreak bist. Gesetz der Anziehung, also. Ja, das wäre geil, ne? Das wäre schon cool. Aber ehrlich gesagt, das sind natürlich auch alles von jedem, der sich irgendwie in dieser Ebene bewegt, Schauspiel und Theater, Kunst, die wollen ja alle so geile Rollen haben. Da will ja keiner irgendwie. Also ich habe selten jemanden getroffen, der sagt, er würde ganz gern der Hero sein, so der Captain America. Weißt du, ich meine, das sind so auch eine starke Rolle, keine Frage. Der hat nicht umsonst den Hype, ist Everybody's Darling von den Zuschauern. Aber als Schauspieler selber finde ich persönlich oder als Künstler, glaube ich, ist es cooler, für mich persönlich auf jeden Fall den Bösen zu spielen, weil ich finde es viel, viel schwieriger, diese Abstufung zu schaffen. Das heißt, du bist jetzt zu jemandem richtig gemein, aber eigentlich magst du den ja. Und du musst trotzdem glaubwürdig gemein sein. Das heißt, du musst ihm halt trotzdem einen drücken können. Und dann ist halt wichtig, dass du ihn nachher auch wieder in den Arm nimmst und mit ihm darüber redest, dass das jetzt nicht ernst gemeint war. Das macht man schon. Das sollte man jetzt nicht immer so machen. Man sollte es manchmal auch ein bisschen halten, das Gefühl. Das ist auch manchmal nicht schlecht. Für Spiel halt, ne? So dass man, dass es halt dieses Knistern noch bleibt. Aber ja, ich glaube schon, dass jeder mal so, der sich in der Szene beschäftigt oder so beschäftigt ist, schon gerne mal so einen out of the box hauen würde. Ich finde so ein Freak, so wie bei Split zum Beispiel, der hier 26 oder 27 Persönlichkeiten hatte in sich. Alter, geiler Film. Ist ja auch wieder auf so Heldenstatus aufgebaut. Der war ja erst, wie ist der erste Film? Unbreakable mit Bruce Willis und Samuel Jackson. Dann kam Split und jetzt kam ja der dritte, hieß Glass, ne? Genau, der dann alles zusammenführt. Geile Reihe. Also alles ist ja wirklich Superheldenmodus auf total fast realistischer Ebene. Bis natürlich er dann anfängt, durch seine 27. Persönlichkeit anfängt zu mutieren und voll das Monster wird, was dann auch irgendwie halb unzerstörbar Haut hat. Was natürlich auch vom Geist auch wieder der Gedanke ist, wo wir wieder bei Meditation sind. Wenn du dir das vorstellen kannst und daran glaubst, veränderst du deinen eigenen Körper im Aufbau sowie in der Struktur, so sagt auch Dr. Murphy, ist es eigentlich genau das wieder, was wir vorhin angefangen haben zu starten mit Meditation. Deswegen ist dieser Film auch für mich so richtig, weil ich halt wirklich auch into the Thema bin. Oder to the story, wenn wir auf Englisch bleiben wollen. Und Dinglish hier. Dinglish. Auch ist auf jeden Fall, ja, ist geil. Also jeder, der die drei Filme noch nicht gesehen hat oder gar nicht wusste, dass diese drei Filme zusammenhängen, sollte sich die drei auf jeden Fall mal nacheinander geben. Und als Schauspieler auch super interessant. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt als Schauspieler. Verdammt, ist der Name entfallen. Der hat auch den Xavier gespielt bei X-Men. Ich wollte gerade sagen, der macht ja quasi oder spielt ja quasi auch einen super guten Helden sozusagen. Ist der nicht Schotter auch? Heißt der nicht Mac irgendwas? Ich wüsste es jetzt nicht. Ich habe mein Handy auf Flugmodus gestellt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, ihr weißt ja, das ist das Problem. Man fängt direkt an zu googeln und das Gehirn arbeitet nicht mehr, ne? Ich meine, der war... John McAvoy. McAvoy, sag ich doch. Irgendwas McAvoy. Ich weiß nicht, ob John, aber McAvoy. McAvoy, McAvoy. Kann auch Tom McAvoy heißen. Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden das so ausführen. Aber McAvoy, glaube ich, ist wirklich gut. Ja, ich glaube auch McAvoy. Ja, sonst, aber der ist geil. Cool, der spielt das wirklich krass. Professor X, ne? Also Xavier, ne? Spielt er. Und dann halt diesen Durchgeknallten, ne? Ja. Also Wahnsinn. Ja, der hat auch noch ein paar andere Sachen gespielt. Aber das sind, glaube ich, die zwei, die mir jetzt auch sofort einfallen würden. Es ist also alles möglich. Man könnte Captain America und den Joker machen. Ja, wo Dr. Xavier auch nicht nur als Guter dasteht. Ne? Ja, das ist schon. Aber am Ende ist er nicht. Ich finde das sowieso mal ein bisschen schade, dass immer alles in gut und schlecht dargestellt wird, gut und böse. Das finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, jetzt bei meinen Kiddies sehe ich das, wenn die sich irgendwelche Serien angucken. Ah, die gehören zur guten Seite, ah, die gehören zur bösen Seite. Und denkst so, ja, aber die Bösen sind ja auch vielleicht nicht ohne Grund auf der Seite. Die verfolgen ja auch ihre Strategien, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und ist das jetzt gut oder schlecht? Aus welcher Sicht nehmen wir das ein? Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Was ist gut, was ist böse? Das zu definieren. Da hast du recht, das ist auch, da gebe ich dir, ja. Ich finde nur diese Unterteilung. Also ich meine, wenn ich jetzt was Gutes vorhabe, kannst du jetzt ja vielleicht sagen, ja warte mal, ich finde das aber voll schlimm von dem, was er da vorhat. Und ich meine es ja aber gut und denke, das ist auch gut. Und jetzt urteilt
wer denn eine Gottheit darüber, ob ich jetzt gut oder schlecht bin? Ja, ich sage immer so, wenn jemand jetzt sehe, der jemand bewusst Schmerz zufügt oder etwas nimmt, was ihm eigentlich gehört, dann ist das für mich schon gleich negativ belastet. Ne? Ja, klar. Kann ich das schon irgendwie meiner Welt kategorisieren. Aber das sollte jeder für sich sehen. Es gibt ja Menschen, die meinen, wegnehmen, alles ist meins. Da sind wir wieder beim Narzissmus. Ist richtig. Ja, klar. Die feiern dann halt eher den Bösen. Ne? So ist das halt in meinen Augen der Böse, sagen wir es mal so. Aber ich verstehe deinen Gedanken dahinter. Aber ich finde schon, dass man da nicht in Schubladen denken sollte, aber man hat da eine gewisse Linie irgendwann. Man wir hat werden ja, auch, ja so geprägt einfach, finde ja, ich. Ja, aber findest du Klauen und Schlagen gut? Nee, aber wenn ich jetzt merke, keine Ahnung, ich sehe jetzt, ich nehme genau das Beispiel, ich beobachte jetzt jemanden, wie jemand einen anderen schlägt, dann denke ich natürlich auch, ey, das geht nicht. Ja, jetzt nehmen wir mal einfach an, du siehst kurz in die Vergangenheit der Person, die, ich meine nicht, das zu legitimieren, deine Vergangenheit berechtigt auch nicht, dich so und so zu verhalten in der Gegenwart, also nur, weil du vielleicht früher selber geschlagen wurdest oder was auch immer, dann klar, ich meine das nicht unter diesem Gesichtspunkt, sondern vielleicht hat derjenige einfach keine andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Vielleicht hat der andere ihn auch vorher beklaut und deswegen wird er gerade schon. Ja, das du kriegst du halt alles Moment nicht. Genau, du kriegst und, halt alles und nicht mit. Moment, ja. Und wenn wir jetzt ganz, jetzt driften wir wahrscheinlich spirituell ab, aber wenn man jetzt so eine Seelenvereinbarung nicht kennt, keine Ahnung, pass auf, wir treffen uns als Seelen vorher irgendwo und reden miteinander, vergessen aber, während wir wieder Mensch werden, dass wir uns begegnen und du hast mir versprochen, mir was ganz Schlimmes anzutun, damit ich halt Vergebung lerne oder so, weil ich vorher zu dir als Seele gesagt habe, hey, ich will gerne Vergebung lernen, ich würde gerne wissen, wie es schöner ist, noch dankbarer zu werden im Leben. Dann sagst du ja, pass auf, ich tue dir was ganz Schlimmes an und dann kannst du mir vergeben und wenn du vergeben kannst, dann gehst du in die nächste Stufe und ich sage, ja, super, dann mach das doch und dann treffen wir uns wieder als Menschen, haben wir es leider nur komplett vergessen. Das habe ich mal in einem Buch mit von Neil Donald Walsh gelesen und habe mir so gedacht, ja krass, wenn das so wäre, wie heftig ist das denn? Gut, driftet jetzt glaube ich ein bisschen ab, aber finde einfach so, also wieso nicht? Mir kann ja keiner das Gegenteil belegen. Letztens haben meine Kinder eine Serie geguckt, Jurassic World, da behauptet einfach ein Junge, die Dinos wären ausgestorben, weil aufgrund der ganzen Blähungen, die die hatten. Und dann sagten alle so, hey, das ist Blödsinn und so. Ja, sagt, beweis mir das Gegenteil. Das ist halt total interessant. Also man kann ja eigentlich das gar nicht gegenteilig jetzt beweisen. Ich weiß auch nicht. Würdest du etwas an deiner Vergangenheit verändern, wenn du könntest? Ja, das ist immer so, keine Ahnung. Also ich sag mal so, das, was mir passiert ist, hat mich zu der Person geformt, die heute hier sitzt. Ne? Aber, oh, ja, stimmt, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall schon so eine Sache, die ich schon manchmal bereue, dass ich nicht getan habe. Aber jetzt auch nicht so unbedingt wichtig ist für mich jetzt persönlich. Mhm. Aber was ich hier mitgeben kann, ist auf jeden Fall nicht so, wie ich zu handeln in diesem Moment. Ich habe nämlich damals das Wirtschaftsgymnasium in Köln besucht fürs Fachabitur nach meiner Lehre und habe dann, boah, war das, eine Woche vor Prüfung habe ich einfach geschmissen und bin einfach direkt mit der TUI nach Zypern geflogen und habe da 7 Monate auf Zypern, kein Tag Regen, also geil, ja. Das war schon krass, aber im Nachhinein, als ich dann zurückgekommen bin, ich war dann ja auch bis 2012 unterwegs, arabischer Frühling, Ägypten und Co. und alles war jetzt nicht so witzig, kam zurück nach Deutschland, also ich habe da auch noch zwischen anderen Ländern noch gesehen, ist ja egal, war auf jeden Fall so eine coole Reise mit der TUI, kam ich zurück und dachte mir, was mache ich jetzt? Boah, ich hätte irgendwie auch Bock auf Lehramt, habe jetzt mit so vielen jungen Menschen gearbeitet, ja, dafür müsste ich Abitur nachholen. Was ich ja eigentlich hätte haben können, wenn ich eine Woche länger hingegangen wäre und die Prüfung einfacher mich getraut hätte. Ne? Aber ich habe das nicht gemacht. Und das habe ich öfters in meinem Leben, ehrlich gesagt, schon bereut, in manchen Momenten, wo ich mir gedacht habe, ich würde doch schon gerne studieren und probieren, auf einem anderen Weg noch was zu lernen und so. Deswegen jedem kann ich nur den Rat geben, wenn du die Chance hast, ein Abitur zu machen, dann zieh es durch. Wenn du nicht die Chance hast, arbeite daran, es zu schaffen. Und ich sage nicht, dass man studieren gehen sollte, aber die Option zu haben, es zu studieren, ist ein anderes Gefühl, als zu sagen, ich will und kann nicht. Mhm. Lieber haben, das ist wie mit Kondom. Lieber Kondome dabei haben und nicht brauchen, als schon eins brauchen und keins haben. Was ich meine? Das könnte der Titel unserer Folge sein. Ja, cool. Danke, kein Problem dafür, ich nehme 5 Euro für den Titel. Aber auf jeden Fall, ja, genau so ist das für mich gewesen, dass ich das wirklich stark bereut habe, dass ich das Abitur nicht gesetzt habe. Also ich hatte auch nur die Chance auf Fachabitur. Mhm. Aber das ist so die Sache, die habe ich nicht abgeschlossen. Ne? Das war für mich, und ich hatte eigentlich gute Noten, außer in Deutsch. Herr Dr. Karp, der hat mir auch gesagt, Sandy, ich weiß nicht, ich gebe dir mündlich auf jeden Fall eine 2, aber schriftlich bist du echt ein Fiasko. Ne? Ich habe das irgendwie nicht, ich bin echt ein langsamer Schreiber.
Aber ich brauche zum Schreiben wirklich lange, wenn ich so Gedanken fasse. Ich glaube, das ist so eine kleine Legasthenie in mir drin, die mich da wirklich so auf der Ebene bringt. Ich weiß noch, bei der ersten Deutscharbeit im Abi, ich hab ewig Zeit. Und dann war es vorbei. Ich habe Aufgabe 3 und 4 noch nicht mal angefangen. Ich war noch bei Aufgabe 2. Ich habe mir so viel Zeit gelassen. Bei der zweiten habe ich gedacht, ich habe alles richtig gemacht, gab dann eine 6 zurück. Ich so wie die 6. Stand unter am Thema vorbei. So, keine Ahnung, war irgendwie verrückt. Dann hatte ich dann irgendwie, ich glaube, für Deutsch, ich hätte halt den 4 schreiben müssen, um es zu schaffen. Aber ich habe mir dann doch entschieden, lieber in die Berufswelt zu gehen. Was mir persönlich jetzt nicht geschadet hat. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall wirklich für mich so meine Steine richtig gelegt im Nachhinein oder die Steine, die mir im Weg lagen, so weggeräumt, dass es für mich klar ging. Und habe mir ein neues Berufsfeld aufgebaut, habe ein 180-Grad- Drehung in meinem ganzen Leben hinbekommen, was natürlich verrückt ist, weil auf einmal eine ganz andere Welt vor mir und sich eröffnet hat. Und das ist schon geil. Aber das ist natürlich nicht die Norm. Mhm. Nicht jeder wird irgendwann so einen Wandel schaffen in seinem Leben einfach so. Oder was heißt einfach so? So einfach war es auch nicht. Aber es hat schon Zeit gekostet und war intensiv. Aber deswegen, ich sage einfach nur jedem für sein eigenes Ego, einfach nur fürs innere Gefühl, um diesen Stolzmoment zu haben. Ich habe Abitur. Das ist geil. Ist ja ein bisschen so diese Jagd, wo du hättest töten können, hast aber nicht gemacht. Genau. Da hätte ich zuschlagen können. Genau. Und hatte Angst, dass es zurückbeißt. Ich habe auch bis dato, zu diesem Zeitpunkt, noch nie eine Prüfung in meinem ganzen Leben verkackt. Ob es Führerschein war, Mofa-Bescheinigung oder irgendwelche Sachen in der Schule, Prüfung oder die Bundeswehr. Hier, da muss man auch so einen PFT-Test machen, so Physical Fitness-Test. Überweicht, ich glaube, da kann man noch gar nicht, doch kann man durchschimpfen, wenn man richtig schlecht ist. Aber ich war irgendwie immer schon gut. Mhm. Ich war jetzt nie so der Allerbeste, aber ich war auch nie so, ich war schon so mindestens Mittel in den Aufgaben, die ich lösen sollte, bis gut oder sogar sehr gut. Ne? Aber ich war nie so der Beste, aber auch dann, da hatte ich zum ersten Mal Angst, dass ich es nicht schaffen würde. Weißt du, was ich meine? Dass dann so zum Schluss steht, nicht bestanden. Und das hat meinen Kopf so gedreht, dass ich mir gedacht habe, ey Digga, du bist auf dem falschen Weg. So, das ist nicht das, was eigentlich für dich vorgesehen ist. Und dann habe ich mich entschieden, einfach meine Koffer zu packen, meine Wohnung inzwischen zu vermieten und bin nach Zypern geflogen. Wahnsinn. War geil. Ne? War einfach geil. Ich muss sagen, das war die Animation bei der TUI. Ich möchte hier keine Schleicherung machen. Ne? Weil ich glaube, das hat sich auch alles verändert, dieses Arbeitsmodell, TUI-Animation, so Robinson Club, das war ja Best Family damals noch. Und also das ist eine andere Kategorie, da gibt es ganz viele verschiedene Kategorien bei der TUI. Ne, aber das war damals für mich selber der beste Job meines Lebens. Also ich habe noch wirklich, wenn ich darüber nachdenke, da war jegliche Erfüllung da. Morgens aufstand, direkt am Meer, die Sorgen waren irgendwie weg, ich hatte alles in Deutschland gekümmert. Ich musste einfach nur aufstehen und machen. Es war geil. Und dann auch das eigene Programm inszenieren, die eigenen Shows auf die Bühne bringen, die Leute glücklich machen, hat mich einfach auch glücklich gemacht. Wirklich. Auch wenn alle sagen, so jeden Tag happy sein. Natürlich ist man nicht jeden Tag gut gelaunt. Aber sobald du wieder merkst, was eigentlich gerade der Sinn deiner Aufgabe ist, hat man einfach wieder Spaß gehabt. Ne? Und das war unbezahlbar. Hat doch Confucius auch gesagt, sobald du etwas in deinem Leben tust, was dir Freude bereitet, musst du nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten. Und das war gefühlt in der TUI-Animation für mich so. Ja. Wenn du jetzt mal auf dein ganzes Leben nochmal zurückschaust, was war für dich so die härteste Zeit oder die härteste Phase oder vielleicht der härteste Moment? Ja, also in der Schlange stehen vor einer Party finde ich immer sehr hart. Wenn ich reinkomme, dass es kalt ist. Nein, Spaß. Ja, oder wenn du den Bon verlierst, wenn du bei McDonald's was bestellt hast und den Zettel nicht mehr wiederfindest, sagst du, das ist meine Tüte, das ist dann auch immer sehr hart. Nein, Spaß, also wenn man so, keine Ahnung, also ich glaube schon, meine Jugend war schon für mich hart. Die hat mich zwar am meisten auch geprägt, ich glaube, das macht uns bei allen ja, da sind wir sehr aufmerksam, was wir aufnehmen in unserem Leben und was uns natürlich auch prägt für das Erwachsen-Dasein und Erwachsen-Werden. Ne? Aber das war schon die härteste Zeit meines Lebens, ne? Also auf jeden Fall, da, wo ich ohne Dad war, ich allein gefühlt habe oft und das war schon eine Nummer für sich. Ne? Aber ja, hab's überlebt. Wenn du dir das früher so angeschaut hast, die dann Dads hatten, was hat das da so mit dir gemacht? Ja, also das ist so, ich
habe meiner Mutter oft die Schuld gegeben, dass das nicht bei uns so funktioniert. Ne? Der ging es damit gar nicht gut. Ne? Die hat das ja, es war gar nicht ihre Schuld. Also sie hat damit überhaupt, ne? Und das habe ich halt als Kind nicht, weil als ich im Ausland gewesen bin, habe ich zum ersten Mal gecheckt, als ich so 24 war, dann um die Welt gereist bin, also ums Mittelmeer, nicht um die Welt. Ich überlege, wenn ich jetzt meine Mutter wäre, hätte ich jetzt schon meine zwei Söhne und meine Tochter. Und ich könnte gar nicht dieses Leben haben, was ich gerade lebe. Ich hätte eine ganz andere Verantwortung. Da habe ich zum ersten Mal eigentlich realisiert und verstanden, was meine Mutter eigentlich geopfert hat, um uns großzuziehen. Und wie schwer das eigentlich für sie gewesen ist, in diesem alleinerziehenden Mutterkomplex zu leben und das alles zu organisieren. Ja, dann war sie auch mit einer Frau zusammen am Anfang. Ich bin erst von zwei Frauen großgezogen worden. Dann hat sie wieder einen Typen gefunden und so. Also meine Mutter ist auch schon so ein kleiner Wirbelwind. Dafür fällt nicht weit vom Stamm, ne? Und das ist, wie war die Frage nochmal? Ja, wenn du das jetzt gesehen hast, auch bei anderen, wenn die jetzt so mit Dad aufwachsen, dieses fehlende Bindeglied sozusagen, oder was wir dann so quasi bewerten, oh, das fehlt mir vielleicht, ja. Wie wäre es damit, wäre es dann anders, besser? Ja, es wäre anders gewesen. Aber wie gesagt, das Resultat, was ich bin, ist die Dinge, die passiert sind. Sonst wäre ich nicht der ich heute bin. Ne? Darauf bin ich sehr stolz, dass alles so ist, wie es ist. Aber ich habe natürlich schon Freunde gehabt, die ein funktionierendes Familienumfeld um sich haben. Also dieses perfekte Bild, Mutter, Vater, Oma, Opa. Ne? Was man jetzt, ob das jetzt wirklich so harmonisch gewesen ist, wie man das jetzt hier gerade so, wie ich das gerade gesagt habe, kann man natürlich auch nie so wissen. Man weiß nie, was hinter den Kulissen so passiert. Aber ich habe mir von vielen meiner damaligen Leute, die Freunde, Bekannte in meinem Leben so kennengelernt habe, deren Väter schon angeschaut. Mir so angeschaut, was macht der, wie reagiert der auf die Aktion von seinem Sohn, ne, was macht der, was tut der, was macht der selber, jetzt nicht nur auf seinen Sohn bezogen, wie beschreitet der sein Leben, dieser ältere Mann. Und habe mir nicht nur Väter anguckt, sondern allgemein auch Männer, die allgemein durch ihr Leben so streiten. Und habe mir von jedem, glaube ich, soll ich das sagen, wie bei Subway, wenn du jetzt verstehst, dass jeder Typ Mann oder jede Tätigkeit, die er tut, eine verschiedene Zutat ist, mein eigenes Baguette belegt daraus, wie ich als Mann sein sollte. Ne? Und habe mir daraus meinen Fokus gesucht, was ich eigentlich sein will und was ich nicht sein will. Ne? Ich mag zum Beispiel keine schwarzen Oliven auf meinem Baguette bei Subway. Das sind dann so ganz viele Sachen wie absoluter Narzissmus, ne, Geiz. Was ja auch ein Vorteil sein kann, wenn man nicht nur ein Angebot hat, so als fester Bestandteil, so hattest du natürlich dann nur die Möglichkeit zu sagen, ich wähle jetzt aus anderen. Ja, aber dafür musst du auch erstmal den geistigen Blick haben, andere Leute auch zu verstehen und dann deren Taten und deren Fähigkeiten, oder was sind Fähigkeiten, oder deren Werte und sowas zu sehen und das zu verstehen. Ich habe mir einfach gedacht, wenn ich jemals Vater werden würde, wie wäre ich? Was würde ich gerne geben und was würde ich gerne nicht machen wollen? Weißt du, was ich meine? Und daraus ist dann die Person Sandy Faeser entstanden, die heute hier sitzt. Ne? Aus diesen ganzen Werten von anderen Menschen, die ich mir angeschaut habe, lange beobachtet habe und gut kennengelernt habe auch, unter anderem, was nicht alles gut war. Aber wie gesagt, jeder Fehler ist eine Lösung. Man muss alle Seiten einmal erlebt haben, finde ich, um irgendwas zu fühlen auch. Also um das zu fühlen, was du damit halt auch entdeckt hast. Und so kann ich das auch jedem anderen nur empfehlen. Ne? Es ist wie ein Buch. Wenn du jetzt ein Buch hast von einem krassen Philosophen, der dir was erzählt, wie die Welt sein sollte, ja, oder wie er die Welt sieht, dann liest er nochmal fünf weitere Philosophen durch und dann macht er deine eigene Meinung daraus. Und dann schau nochmal selber nach draußen und atme mal durch und schau, was um dich herum passiert. Du kannst viele Meinungen aufnehmen, aber ich würde nie jemandem empfehlen, diese Meinung 100% von jemand anders zu schlucken. Ich würde mir seine Gedanken anhören oder lesen oder beachten und dann trotzdem noch meinen eigenen Muster zuspielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, dass man muss da auf jeden Fall, man darf nicht stur so auf eine Meinung beharren. Das ist ja ganz, da gibt es ja so ganz viele in sich gekehrt oder was heißt, wie so Menschen, die so stur sind. Ich weiß, bam, 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 das und das und das und das. Und die nichts an sich anderes ranlassen. Und das alles, das ist das Nonplusultra aller Dinge. Und ich habe den absoluten Durchblick. Allein wer das sagt, hat keinen Durchblick. Ja, weil es ist ja alles variabel. Es ist ja, das ist ja wie der Körpergeruch. Es ist ja Parfüm, was du kaufst, schmeckt bei jedem anders. Mhm. Ne? Und das ist ja so auch wie das Leben. Du kannst ja nicht die Grundformel sagen, fürs Leben ist so und so. Klar, man kann
ethnische und moralische Grundwerte schaffen. Ne? Wie gesagt, nicht klauen, nicht töten, ne? Was auch, ne? Also sowas halt, oder nicht töten ohne Grund, sagen wir es so. Mhm. Ich meine jetzt nicht Menschen, sondern allgemein Lebewesen. Ja? Und ja, das ist einfach wichtig, dass man sich das so ein bisschen für sich zusammenrückt, seine Werte. Und wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, für mich persönlich ist wichtig zu schauen, was für Werte um dich herum die Leute mitbringen. Und dann schauen, ob diese Leute zu dir passen, ob daraus Synergie entsteht. Ich hatte irgendwann auch das Gefühl, muss ich sagen, in meinem Leben, das war vor allen Dingen auch nach Animation, auch wenn es der geilste Job meines Lebens war, gefühlt, bin rausgekommen, war ausgelaugt. Weil jeder an meine Energie gezogen hat. Mhm. Weil jeder wollte meine Energie mithaben. Ich habe immer alles gegeben. Und irgendwann fehlte mir mal einer, der mir wieder was zurückgegeben hat an Energie. Weißt du, ich meine, und das, absolut. Da muss man auch auf sich aufpassen. Wenn du die Leute um dich herum hast, die um dich herum harren, du kannst nicht alle auf den Rücken packen und loslaufen. Das ist eine Abwechslung. Du musst auch mal der sein, der getragen wird. Ne? Und das zu erkennen und sich zuzulassen, wie ja so viele Typen mal sagen, ich habe noch nie geweint, ne? Bullshit. Was lügst du dir selber in die Tasche? Naja. Wie kannst du denn so unehrlich zu dir selber sein? Wie kannst du in den Spiegel schauen und dich noch cool finden, wo du sagst, ich habe noch nie geweint, ich bin ein starker Typ. Ja? Ich bin Angelo Merkel, würde Teddy sagen. Ja, ich habe nicht geweint. Das war ein anderer, der hat mir eine Träne geworfen. Aber Bullshit, ja. Du musst ja einfach mal klarkommen, dass es wie eine Welle ist, das Leben. Es kann voll nach oben gehen, Steilwelle, 30 Meter, geiler Scheiß, Beat geht aber runter dann irgendwann. Es geht einfach runter und dann ist die Kunst, nicht 30 Meter einzutauchen, sondern vielleicht 1 Meter einzutauchen und dann nochmal 25 hochzukommen. Dann wieder einen halben Meter einzutauchen, wieder vielleicht 40 Meter hochzukommen. Das ist ja die Kunst daraus, diese Welle mitzunehmen. Mhm. Ne? So wie gesagt, positiv bleiben, so jeder Negativfehler ist eine Lösung. Geh wieder nach oben, geh nicht tiefer in die Materie, ne? Sondern verstehe das und geh wieder raus. Klar, du kannst auch mal 10 Meter runtergehen und gucken, wie tief das eigentlich ist, wie deep da unten abgeht. Aber dann komm wieder nach oben. Ja? Das ist wie eine Welle. Es geht wieder nach oben. Und vergiss es nicht. Egal, auch wenn du denkst, Frau ist weg, Wohnung verloren, Firma pleite. Fuck, was machen? Mhm. Denkt man, sein ganzes Leben ist vorbei, alles ist scheiße, ich kann nicht mehr. Aber in Wirklichkeit hast du noch vielleicht noch einen Bruder, eine Schwester, einen Nachbarn, einen Job, den du gelernt hast, irgendeinen guten Freund aus der Schulzeit oder irgendwas aus deinem Leben, was dir vorher passiert ist, was du eigentlich vergessen hast. Wenn du nur darüber nachdenkst, was eigentlich da ist, kannst du immer wieder was finden, was dir hilft. Hm. Als du das, und abschließend dazu wollte ich noch eine Frage stellen, weil mir das die ganze Zeit noch im Kopf rumhämmert. Als du das Verständnis hattest für deine Mom, also diese Perspektive auch einnehmen konntest, so, ey, wie war das da bei ihr, was hat sie da eigentlich alles gerockt, du ihr da nicht mehr die Schuld gegeben hast, hat sich da eure Beziehung zueinander verändert? Ja, ja, auf jeden Fall. Also davor war ich ja wirklich schon so ein schwieriges Kind. Ein Kind, was ich glaube ich nicht jeder so wünscht. Wie auch gesagt, ich hatte keine Identifikation zu mir selber und war als sehr wirsch und durcheinander und der kleine Wirbelwind hoch 10. Und ich hatte damals so Kontakt zu meiner Mutter sporadisch. Mhm. Sie auch vielleicht einmal im Jahr angerufen, zweimal im Jahr so, hi, was geht? Kurz mein Ziel, ich lebe noch und so, ne? So halt so wirklich so Piratenlife. Ne? Als ich das dann irgendwann so realisiert habe, habe ich mit meiner Mom dann auch tiefere Gespräche mal geführt und sowas. Dann habe ich mehr um ihre Person eigentlich mal interessiert, wo sie eigentlich herkommt. Das hat mich ja vorher gar nicht interessiert. Was hat meine Mutter eigentlich vor mir gemacht? Oder als ich das noch nicht so wahrgenommen habe, was ist da eigentlich passiert? Ne? Mhm. Und das hat dann so, seitdem, ich rufe meine Mutter schon ein, zwei Mal die Woche an. Ne? Ich bin jetzt kein Muttersöhnchen und so, das weiß die auch, dass ich jetzt so ein Typ bin, der schon alleine gut klarkommt. Aber ich rufe sie gerne an und ich sage auch immer, dass ich sie so ganz doll lieb habe. Weil für mich ist so, ich könnte gleich irgendwie was Schreckliches passieren, was ich mir natürlich nicht hoffe. Toll, 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 klopfen auf Holz. Kann aber passieren. Und dann finde ich wichtig, dass man das nochmal gesagt hat der Person, dass sie das für sich selber mitnimmt, ne? Dass sie sich keine Vorwürfe macht und dass sie vielleicht irgendwas falsch gemacht hat. Sie hat ganz oft danach noch geweint. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich sage, Mama, chill. Mhm. Alles, was passiert ist, ist passiert. Und alles, was wir jetzt tun, ist das, was wir haben. Was für ein Segen, das dann vom Sohnemann zu hören. Ja, ich glaube, ich dachte immer so, ich wäre das schwarze Schaf der Familie. Aber ich glaube, bin ich doch nicht. Nee. Schwarze Schafe sind übrigens die natürlichsten Schafe. Ich wusste das gar nicht. Echt jetzt? Die Weißen sind die quasi die nicht dressierten, wie nennt man das nochmal? Die Geschorenen. Nee, nicht die geschorenen, Mann. Also die schwarzen Schafe sind die natürlich. Also in der Natur. Und die anderen sind gezüchtet. So. Gezüchtet. Schafe, so. Ja. Genau, scheinbar. Ja, keine Ahnung. Jetzt, also vielleicht wilde Schafe jetzt nennt man ja auch, also ein
Ja, das sind so Wildschafe heißen auch. Das ist eine eigene Rasse auch, die nennt man auch. Das sind Mufflons. Die gibt es auch in Deutschland, die wurden hier auch wieder eingeführt. Besonders auch im Sauerland. Das sind Mufflons, die riechen auch ein bisschen stark, das sind Wildschafe. Gibt es im Wald sogar, leben die. Unfassbar. Das ist ja genauso wie mit Rabeneltern. Rabeneltern sind die besten Eltern, die begleiten ihre Kinder quasi bis zum Tod. Echt? Ja, die schmeißen die nicht einfach so aus dem Nest raus und dann war es das, aber die Dachi, und verlassen ihre Kinder. Die sind die ganze Zeit dabei. Eigentlich ist das ein Kompliment, wenn du sagst, ey, du bist ein Rabenvater, das ist ein Kompliment. Das heißt, du umsorgst das dich. Das wusste ich auch wieder nicht. Ja, das finde ich voll krass. Also zumindest ist das, was ich mal so gelesen habe darüber. Ne? Vielleicht stimmt das jetzt auch alles nicht, weil wir haben ja zugespammt hier. Und so, was labern die da? Das war ein Satirebuch, hast du nicht gesehen. Da stand ein Witz drüber. Was sagt er da mit den Kühen die ganze Zeit im Zaun? Stimmt doch gar nicht. Ja, weißt du? Das labern über Tiere, die haben gar keine Ahnung. Doch keine Biologen. Ja, Wahnsinn. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Oder wurden dir immer nur Tränen zugeschmissen? Ja, in der Regel schon. Ich fange ja immer so auf, so zack, zack. Ich bin da ganz schön begabt am Nähe, sagt. Ich habe da so ein Tränennetz. Alle haben ja so ein Tränendrüse, ich habe ein Tränennetz. Dann nehme ich die mal auf und dann zerdrücke ich die und dann mache ich daraus eine Perle und verkaufe ich die teuer. Ich mache richtig Cash damit. Manchmal ist so Tränenperle, bringt richtig Kohle. Dann sagen die Leute, boah, Bruder, was hast du gemacht? Ich sage, eine Träne für dich, eine Träne für mich, kein Problem. 20 Euro, ich bin dabei. Nee, also geweint, das letzte Mal, schuh. Ja, die letzten Tage ging es mir eigentlich echt gut. Hatte jetzt nicht irgendwie irgendwas, das letzte Mal geweint habe. Ja, wie im letzten Podcast war das dieselbe Stelle. Ich war auf einer Hochzeit in Italien, in der Toskana. Wunderschön. Mit coolen Leuten auch. War eine geile, ausgewählte Gruppe, die dort die Hochzeit miterleben durfte. Und im Laufe der Zeremonie, als wir dann so da standen, also wir saßen, da wurde dann gesprochen und diverse Reden untereinander da gehalten von allen möglichen Seiten. Und da habe ich schon einmal kurz gedacht, warum bin ich eigentlich mit 36 alleine und also jetzt kein Part, also keine Partnerin an meiner Seite, die mit mir das Leben bestreitet. Ne? Habe mich irgendwie schon so ein bisschen, ich fand es total emotional, habe mich gebunden, als ich abends allein im Bett lag. Ich dachte, ach Digga, irgendwie solltest du mal nach 4 Jahren Single echt mal wieder eine Frau in dein Leben reinlassen. So, aber ja, Vertrauen baut man sich halt in Sekunden auf und baut man sich in Jahren auf und zerstört man in Sekunden. Und irgendwie habe ich mich so als Workaholic wiedergefunden nach meiner letzten Beziehung. Und ja, das war der Moment, wo ich geweint habe für mich, so alleine. Ne? Das andere habe ich versteckt unter der Sonnenbrille. Mhm. Weil es war im Sommer halt in Toskana, war schon geil da. Mitten in den Bergen da. Aber allein im Bett bei der Hochzeit. Findest du das Warum-Fragen das dann verschlimmern, das Gefühl, oder intensivieren? Wenn du mich jetzt fragst, wann ich das jetzt mal gemeint habe, meinst du darauf, ja? Nee, wenn ich jetzt, wenn ich mir die Situation vorstelle und du dir dann die Frage stellst, warum habe ich denn jetzt keine Partnerin an der Seite oder warum seit 4 Jahren? Also ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh Gott, was soll ich tun, ich bin am Arsch, meine biologische Uhr ist abgelaufen oder so. Aber ich finde den Gedanken schon cool, nicht alleine einzuschlafen. Ne? Mhm. Das war auch der Gedanke, wo ich da im Bett lag und so ein bisschen dachte, irgendwie nervt mich das. Ne? Das war jetzt kein Heulanfall, wo ich dachte, mein Leben ist scheiße, was soll ich tun? Ich will mir die Polster dann aufschneiden, ne? Ich brauche noch eine Flasche Shampoos. Sondern es wäre viel nee, es war einfach so, es war einfach nur der Moment, wo ich dachte, ein bisschen sad, das ist schon. Ne? Und da lasse ich meine Emotionen, wie ich auch so bin, zu meinem eigenen Verhältnis sehr ehrlich und direkt raus. Weiß ich, wenn ich das zu lange in mir bunker, kann es irgendwann brechen. Und dann kommt so ein Zusammenbruch, wo man... Habe es einfach rausgelassen, ganz kurz, und war für mich auch gut, war dann auch befreiend in dem Gefühl, weil ich es halt ehrlich gefühlt habe. Ne? Aber ich weiß eins, wenn man sich diesen Druck macht und was sucht, was man unbedingt haben will, ja, dann bekommt man auch schweißtens nur Schwachsinn. Ne? So wie bei meiner letzten Freundin, das ging dann auch voll nach hinten los, das hat irgendwie dann gar nicht mehr gepasst. Aber... ist ja meistens mit Druck so, ne? Ja, deswegen, wenn du auf Kommando furzen sollst oder einen guten Witz jetzt erzählen sollst, der mich zum Lachen bringen soll, wenn du Druck reingibst, kommt Scheiße bei raus. Ja, beim Furzen klingt das jetzt ein bisschen komisch, mein Freund. Also lass das mal bitte. Ich will ja, wenn du das kannst. Durchkommen. Ja, also falscher Druck, furzen, Kacke kommt raus, Bruder. Was ist das denn hier für ein Subdeck? Ich muss aufpassen. Leute, ich nehme jetzt die Füße hier mal nah an mich ran, bevor da wirklich gleich irgendwo ein Fauxpas passiert, was ich nicht sehen möchte. Nein, aber ich gebe dir vollkommen recht, natürlich, Druck ist immer das falsche Mittel. Ne? Klar, es kann manchmal Leistungsdruck kommen, um nochmal mehr aus dir rauszuholen. Das ist dann wichtig, sich selber zu pushen. Mhm. Das ist dann positiver Druck. Ich will doch jetzt unbedingt noch einen schaffen oder ich bleibe jetzt noch wach und schaffe noch eine Zeile mehr.
Aber in Wirklichkeit, wenn du das machst und über die ganze hinaus willst, aus dem sportlichen Bereich persönlich für mich bezogen, ist es so, es ist besser, dann nochmal drüber zu schlafen und dann nochmal anzugehen. Mhm. Ne? Und ich nehme den Druck dann lieber raus und lebe mein Leben und warte einfach auf die Frau, die bereit ist, diesen Wirbelwind Sandy Fese ja, zu reiten. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. So halt, ja, einfach da Bock drauf hat. Ne? Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, reif und habe viel erlebt. Wie meine Mutter mal gesagt hat, mach's nicht wie ich, stoß die erste Hörn ab und entwickel dich sexuell auf die richtige Ebene und dann kann alles nur besser werden. Mach's nicht sofort wie ich und mach fünfe richtig, sondern, also fünfe gerade sofort fertig machen, sondern halt wirklich erstmal die Hörner abstoßen. Ich glaube, das habe ich getan, ja, auf jeden Fall. Und ja, wenn die Frau kommt, die passt, ne, dann würde ich schon probieren, das hinzukriegen. Ne? Jetzt bist du viel unterwegs. Weiß nicht, ob du so für dich wirklich dein festes Zuhause hast. Aber wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, es würde rein theoretisch mal abfackeln und alle Lebewesen sind gerettet. Pflanzen, Menschen, Tiere, Haustiere, selbst die Hausspinne. Wenn du einen Gegenstand auf dem Fluchtweg mitnehmen könntest, welchen würdest du mitnehmen? Ja, das ist die gleiche Antwort wie beim letzten Mal, ist ganz klar ein Messer. Also, Multifunktionsmesser? Ja, genau. Also kein Schweizer Taschenmesser, schon so ein richtiges Messer. Okay. Aber schon eins mit einer Scheide, wo ich das reinstecken kann, damit ich mich selber, damit ich es auch mal tragen kann. Aber ich finde ein Messer schon sehr hilfreich. Einmal ist es ein Werkzeug. Ne? Man kann damit viele Sachen schnitzen, reparieren und zusammen erstellen. Man kann sich damit was zu essen jagen, wenn man was braucht. Ja? Man kann auch zum Beispiel auch vegane Sachen klein schneiden und alle Veganer, die gerade sagen, was, der will Tiere töten? Nee, ich kann meinen Kürbis kaputt hacken. Oder die Hecke anschneiden. Oder die Hecke schneiden, ja, vielleicht nicht. Aber man kann damit so mit dem Messer viel machen, man kann sich aber auch verteidigen. Ne? Man kann in Gefahren stellen, wenn dann so ein Tiger auf dich zukommt und dich fressen will. In Deutschland? Ja, wenn du sagst, alle Tiere haben überlebt, aber du hast gesagt, nur du und welchen Gegenstand nimmst du mit? Dann kann ja sein, wer weiß, wo die Arche mich hingebracht hat. Ne? Wer da alles wo aussteigt. Ne? Keine Ahnung, Haltestelle war jetzt nicht festgelegt. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ich sag mal so. Einfach, ne, ist ein Multifunktionsgegenstand. Ich würde ein Messer mitnehmen. Ne? Fühle ich mich auch sehr wohl mit. Cool. Wenn du noch ein Jahr zu leben hättest, genau ein Jahr, dem heutigen Datum, würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern, wenn ja, was? Hast du das jetzt festgelegt, dass ich schon ein Jahr lebe, oder ist das jetzt nur hypothetisch? Nee, so hypothetisch natürlich. Oh, okay, ich dachte schon, nur nee, also weil ich habe gerade hier so deine Finger so Voodoo-mäßig jetzt, was hat er jetzt gemacht? Ab jetzt ein Jahr, klack, die Uhr läuft. Klick, klick, klick. Er hat doch gerade eine Sanduhr umgedreht, für alle, die das nicht sehen können. Nein, Spaß. Sanduhr, habe ich gesehen. Ja, alles klar, mein Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. I only want to play a game. Oh yes. Come close to me, my friend. Oh yes. Nein, Spaß, auf jeden Fall. Ein Jahr zu leben, was würde ich tun? Natürlich alle meine idealistischen Arbeitswege abbrechen. Ich glaube, ich habe ein, zwei Taler gespart durch Pfandflaschen sammeln in meinem Leben und Zeit in der Quality verbringen. Da ich keine Frau und keine eigenen Kinder habe, würde ich natürlich die Zeit mit meinen Neffen und Neffinnen verbringen, mit meinen Geschwistern und meiner Mutter. Ne? Ich würde an die Familie gehen, ich würde an enge Freunde gehen. Und mit denen das eine Jahr noch mal richtig die Sau rauslassen. Vielleicht meditieren wir noch ein paar Mal zusammen. Ja, da kann man auch noch beim Meditieren. Man kann mit den Leuten noch mal probieren, seinen geistigen Weg noch mal zu zeigen, was man eigentlich gedacht hat. Alles, was man so für sich eigentlich gelernt hat oder gedacht hat zu verstehen. Mit anderen zu teilen, vielleicht auf die nächste Ebene noch mal zu bringen. Sowas halt. Ich würde mich auf jeden Fall schon komplett dem normalen Leben so hingeben, was eigentlich mal vorgegeben war, ohne diese ganzen materialistischen Schwachsinn, der uns gerade umgibt. Ne? Mhm. So, das würde ich machen. Klar, ich würde schon materialistisch leben, indem ich mit denen in den Urlaub fliege und Mojitos schlürfe, ne? Keine Frage. Ne? Oder Margaritas, Sabber. Aber ja, ich würde schon Quality Time verbringen mit den Leuten, die mir am nächsten sind. Und denen auch was gönnen. Vor allen Dingen denen was gönnen. Hm. Weißt du, ich meine, weil was, ich kann ja nichts mitnehmen. Mhm. Ne? Deswegen würde ich schon alles gut verteilen auch wollen. Ich würde alles, was ich so aufgebaut habe, auch dann verteilen. Vielleicht sogar Leuten ans Herz legen, da und da vielleicht mitzumachen und so. Ne? Und meine Firmen zu verteilen. Und alles Hab und Gut, was ich so habe, zu splitten oder irgendwie. Ja, ich würde gucken. Ne?
Vielleicht würde ich noch irgendwas Soziales machen, was ich noch nie gemacht habe. Keine Ahnung, irgendwas. Also ich meine jetzt was Soziales, was ich noch nie selber gemacht habe. Ich war auch 10 Jahre lang Pfadfinder. Irgendwas gucken. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde schon mindern was mit meinen Geschwistern zusammen machen. Also das fände ich dann schon cool, weil ne, das, ja. Sandy, danke. Du hast noch die Möglichkeit, mir eine Konterfrage zu stellen und eine Person zu nominieren. Eine Person, ja? Ja, du kannst auch zwei nominieren, wenn du sagst, die zwei passen super. Ja, also eine Frage an dich, mein Freund. Ja, mhm. Wann hast du das letzte Mal rasiert? Ey, ich habe wirklich ja, dazu nicht mehr gekommen und dann hat mich meine Frau darum gebeten, den Bart stehen zu lassen. Ja, ja, willst du nicht empfehlen? Okay, das war einfach nur mal, das war eine Probefrage übrigens, ja? Ja, ja also. Ist ja richtig eine rausgehauen. Ja, voll, ne, krass. Nee, ich würde auf jeden Fall, so wie du ja sagst, du bist ein Mental Coach und hilfst Menschen auch, ihr Leben zu sortieren oder Weisheiten zu setzen. Wie kommst du denn auf die Idee, wirklich für dich zu behaupten, ich ändere andere Menschens Leben auf eine positive Art und Weise? Wie hast du das für dich festgelegt? Oder warum behauptest du das, dass du das kannst? Das würde mich mal interessieren. Hey, gute Frage. Vor allem, das behaupten ja vielleicht ein paar mehr. Ne? Ich bin da eher per Zufall drauf gestoßen. Ich wollte das am Anfang ja gar nicht in der Form. Ich wollte eigentlich Leuten immer nur bei ihren Finanzen helfen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass sich Leute bei mir geöffnet haben, während sie mit mir über ihre Finanzen gesprochen haben, die überhaupt die Themen hatten nichts mit Finanzen zu tun. Und was ich gut kann, ist oder sind Strategien erkennen. Also weswegen macht der Mensch das, was er da tut? Und wenn du ja zu mir kommst und wir kennen uns vielleicht gerade ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage, weil wir schon öfter mal uns getroffen haben, dann ist es für mich natürlich einfacher, mir das anzugucken, weil ich das ja so präsentiert bekomme von dir, was du da gerade so an Strategien offenbarst. Und ich dachte, das kann jeder. Also das wäre nichts Außergewöhnliches oder das wäre total einfach. Vor allem, wenn es um die Strategien geht, die uns irgendwie abfacken, die uns richtig nerven. So, ey, ich will damit endlich mal aufhören. Warum tue ich das? Also dieses Lungenbrötchen inhalieren, ne? Regelmäßig. Ja. Vielleicht willst du es ja aufhören eigentlich. So, und ja, ich finde mit dir dann zum Beispiel heraus, so, was ist denn das für eine Strategie, die dahinter steckt? Also was ist denn der Sinn der Strategie? Das ist ja immer, es geht ja immer am Ende um Bedürfnisbefriedigung. Und ich bin ein guter Sparingspartner, was das angeht. Und letzten Endes bin nicht ich derjenige, der dann da irgendwas dir präsentiert an Lebensweisheiten, sondern du dir selbst, weil deine Antwort ist eh schon längst in dir. Ich bin nur dein Kutscher, deswegen Coach. Also ich bin dein Kutscher. Du steigst ein in deinen Lebenswagen und ich kutschiere dich quasi einmal dadurch und kann natürlich von außen leichter mir das mal angucken mit dir zusammen. So wie du dieses Fliegen beschrieben hast. Ne? Ich fliege einmal kurz mit dir zusammen so über dein Leben und wir nehmen eine andere Perspektive zusammen ein. Und dann ist natürlich leichter für mich da was zu erkennen, weil du vielleicht schon deine Wege dann da so abgesteckt hast und gehst da irgendwie blind durch. Und das meine ich nicht negativ bewerten, ja. Sondern da berät ein Blinder einen Blinden, wenn du das dann mit dir alleine versuchst zu regeln. Und ich komme dazu und bin einfach dann so dein Unterstützer. Aber okay. Nicht im Sinne von, ich sag dir jetzt, wie es geht, weil so und so läuft das jetzt hier und ganz easy. Nee, das fände ich auch richtig respektlos deinem Leben gegenüber. Also meinst du, wenn ich jetzt sage, ich würde das Rauchen aufhören, ab nächsten Sommer würde ich nicht mehr rauchen. Das könntest du veranstalten? Ja, ich könnte es veranstalten, wenn du es willst. Das ist die Voraussetzung. Okay, okay, wenn du es nicht willst, habe ich keine Chance. Aber ich könnte zumindest, könnte ich dir sagen, wieso also du das machst. Du kannst jetzt nicht einen Knopf in meinem Kopf drücken und klack, ich rauche nicht mehr. Bist du jetzt nicht so ein Manipulativer, so ein Marionettenspieler? Sag mal ja nicht so. Nee, das nicht. Aber so mit Hypnose kann man da bestimmt viel machen. Kannst du, bist du ein Hypnotiseur? Ja. Ja. Oh, ja. Leute, ich muss gehen. Ja. Du bist schon gegangen. Du wolltest schon vor 3 Stunden gehen, aber du bist aber noch hier. Oh ja, stimmt. Also die Uhr tickt. Ja, ich merke das schon. Ja, alles gut. Also ich bin ja bereit gewesen, hier mit dir zu quatschen. Ich glaube, es war auch ein längerer Talk jetzt als in dem ersten Podcast. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon 1,5 Stunden oder so. 1,5 Stunden? Ja. Ist dann meine Frage eigentlich gut beantwortet? Also habe ich deine Frage gut beantwortet? Ja, also ich finde die Beschreibung ganz gut, dass du einen neutralen Blick auf das Leben der anderen wirfst und dadurch deine Meinung gibst. Ne, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, finde ich jede Meinung immer wichtig. Man sollte sich viele Meinungen reinholen, um daraus das Beste für sich zu schaffen. Ne, aber wenn ich selber habe noch nie einen Coach benutzt, außer Psychologen war ich halt schon viel. Ne, auch alleine wegen meiner Kindheit musste ich damals zum Antiaggressionsprogramm und so ein Shit. Dreimal, hat auch geholfen. Herr Käseberg, bester Mann. Das war mein bester, so hieß der, war cool. Der hat mir auf jeden Fall gesagt, ich soll nicht mehr die Leute weghauen, ich soll die
so Competition setzen, so in den Sportbereich und habe dann angefangen, die Leute herauszufordern in diversen Disziplinen und habe dann ein, zwei Mal, wenn nicht mehr, sogar gewonnen und habe gemerkt, ich kann die Leute battlen und das bringt mir viel mehr, als dem jetzt einfach nur umzuhauen. Ne? Ist auch die bessere Lösung. Ne? Und ja, ich finde es interessant, dass du das sagst, dass du die Leute von außen betrachtest, neutrale Meinung dazu gibst und den Leuten einen Weg weißt, den sie gehen können und nicht sagst, das ist jetzt der Weg, geh das, sondern der so und ja, und so wie du auch rüberkommst, da bist du jetzt nicht einer, der beharrt auf seine Meinung, ich glaube, sondern du sagst auch, schau dir nochmal den Weg an von dem anderen oder ich habe noch einen Freund, der macht sowas auch. Oder ein Buch, was du selber nicht geschrieben hast, sondern jemand anders liest dir mal das dadurch zu. Finde ich dann immer ganz wichtig, dass man den Leuten, so wie ich das ja auch gemacht habe, aus verschiedenen Ebenen zu saugen und dort mein eigenes Baguette zu belegen. Auf jeden Fall kann ich sagen, vielen Dank für den geilen Talk hier mit dir. Und ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser. Ich denke schon, du hast hier krasses Equipment rumstehen, Digga. Ja, die wird grandios sein, da bin ich mal... Ich bin gespannt. Ich glaube, am Anfang war ich noch so ein bisschen wirsch, was ich so gequatscht habe. Ich habe auf die erste Frage habe ich so ein bisschen... Ich bin ja so ein Typ, der immer weit ausholt und dann anfängt zu erzählen. Ich glaube, da kann so manche Leute sagen, kriegen Knoten im Kopf. Das sagen mir auch jetzt schon viele Leute in meinem Leben. Immer wenn ich anfange zu reden und irgendwas erzähle, dann sagen die, ey, Digga, ab dem sechsten Satz habe ich schon gar nicht mehr verstanden, was du beim ersten gesagt hast, weil ich ja so schnell irgendwas kombiniere und dann immer weiter erzähle. Ich kann auch diesen Satz einfach jetzt stundenlang weiter erzählen, ohne damit aufzuhören, aber den Sinn immer noch treffen, den ich eigentlich sagen wollte, weil ich am Anfang ja sagen wollte, die Leute würden nicht verstehen, was ich eigentlich sage. Aber im Grunde genommen ist es ja eh ganz anders, als man denkt. Deswegen sollte man sich verschiedene Meinungen einholen und eine Meinung von jemand anders immer beachten, aber auch andere Meinungen mitnehmen und aus seiner eigenen belegen. Im Grunde genommen ist es wie bei Subway, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Belege dein eigenes Baguette. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen, schönen Abend. Vielen Dank für das geile Sushi, mein Freund. Und ich sage dir, wenn du jetzt auch den Finger gibst, will sagen, dass ich aufhören sollte zu reden, solltest du mir überlegen, auch die Zunge wieder reinzustecken, weil im Grunde genommen wird mich das nicht stoppen, was zu sagen. Im Grunde genommen habe ich dir eine Rose gebastelt, die schenke ich dir jetzt. Danke. Gerne. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich habe wirklich eine Rose jetzt gerade bekommen aus der Serviette. Ja, die war zu schön. Aber erstmal unglaublich, ich kann dir gar nicht glauben, dass du mal gestottert hast, weil wenn du so reden kannst jetzt. Das andere, bevor du es vergessen, du hast noch die zwei Nominierungen. Oder eine. Oh ja, wie nominiere ich denn? Das ist immer so eine Sache, gerade so. Ah, wer ist denn Bundeskanzler geworden? Also ich habe diverse Freunde aus verschiedenen Kreisen. Und ich würde ganz gerne, glaube ich, drei Leute nominieren. Ja, wenn das okay ist. Gerne. Okay, dann würde ich ganz gerne einen sehr guten Freund von mir, der auf einer geilen mentalen Ebene auch schon ist, der viel meditiert, ich glaube, der auch geil zu dir passt, ist der Patrick Giboll. Mhm. Ist Schauspieler und Tattoo-Künstler, also ein geiler Maler, wirklich. Und der hat auch ein ganz geiles Minding, von dem habe ich viel von seinen Scheiben, die er mir serviert hat, abgenommen und für mich auch auf mein Baguette mitgelegt oder hatte die schon drauf, weil ich ihn wirklich sehr doll mag, ist ein guter Mensch, ein sehr, sehr intelligenter Typ und Charisma ohne Ende, Patrick Giboll. Dann, das wäre halt aus der Kunstszene. Dann würde ich dir einen nominieren aus der Sportszene, da du ja selber hier mit vielen Sportlern auch zu tun hast, würde ich dir ganz gerne mal den David Odonkor hier mal nominieren. Auch ein guter Freund von mir, auch ein geiler Typ. Und ich glaube, der hat das Leben nochmal von einer anderen Seite gesehen als ich oder Patrick, weil er halt wirklich mal den absoluten internationalen Hype hatte, der Mann. Aber das soll er dir selber erzählen. Mhm. Und ich habe noch einen Freund aus der Jugend, der jetzt auch in Berlin lebt und mit seiner Partei gerade die Mehrheit gewonnen hat, der SPD, den Dirk Wiese. Mhm. Aus meinem Heimatort, SPD-Politiker, ist auch Borussia Dortmund-Fan. Ich hatte auch schon mit ihm so einen Talk auf seinem Instagram, war auch ganz cool. Ich mag Dirk sehr, auch wenn ich jetzt die SPD nicht gewählt habe. Ist es trotzdem ein Typ, den ich schätze. Und ich glaube, dass der Mann dir, weil er halt in der obersten Regierungsebene sitzt und im Bundestag schon seit 4 Jahren, oder ist das jetzt schon die zweite Periode, die er mitmacht? Ich weiß gar nicht, ist er jetzt schon 4 oder 8 Jahre dabei oben? Ich kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, wird dieses Jahr oder im nächsten 4 Jahren sich ja einiges ändern, für Dirk auch. Und ich glaube, das ist ganz interessant, was er zu erzählen hat. Deswegen würde ich diese drei Leute auch nominieren, also Patrick Giboll, Kunst, Sport, den David Odonkor aus der Politik, den Dirk Wiese. Und ich sage ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Bitte schön dafür und jetzt zurück zu Lück. Danke, Anke, und einen schönen Abend noch. Einen schönen Abend noch, mein Lieber. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast.
Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.